Hallo zusammen, willkommen bei einer neuen Ausgabe Shuffle Feature. Ich bin der Olli und ich begrüße bei mir wie immer den lieben guten Sven. Hallo Sven. Hi Olli, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ah, ich danke, dass du wieder dabei bist. Und ja, danke auch an euch, die gerade zuhören. Ja, es ist ein bisschen her, die letzte Ausgabe. Wir haben ein bisschen pausiert, kleinen Winterschlaf gehalten. Und deshalb würde ich auch sagen, legen wir gleich los, damit es nicht zu lang wird. Gewohnte Zeit, wie immer, haben wir vorher nicht irgendwie was abgemacht. Und mal gucken, ob wir wieder bei unserer magischen Marke landen mit einer Stunde 45 oder so. Das war bisher immer Zufall. So, lang geredet. Sven, was ist denn einer der Filme aus den letzten Monaten, die du uns ans Herz legen möchtest? Okay, ich fange mal an mit dem Film Vengeance oder auf Deutsch Rache auf Texanisch. Der Ist läuft, das glaube ich, noch Nicolas im. Cage? Nee, Okay. das will ich keinem hier antun. Okay. Nee, der müsste aktuell noch in einigen Kinos laufen, also zumindest wahrscheinlich in Programmkinos. Ist, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen mal gestartet in den Kinos und ist mit, also von BJ Novak und spielt auch selber die Hauptrolle da drin und kannte ich vorher auch nicht. Ich habe mal geguckt, der hat bei The Office Amerika mitgespielt. Also ich kenne die amerikanische Fassung von The Office nicht, nur die englische. Und ist auch ein Stand-up-Comedian und ja, was weiß ich, Künstler irgendwie. Und mitspielen tut aber noch Ashton Kutcher in einer Nebenrolle und Boyd Holbrook. Den kennt man, also ich kannte den aus Narcos, da hat er den Partner von Pedro Pascal gespielt. Aber du hast, glaube ich, Narcos nicht gesehen, ne? Nee, tatsächlich nicht. Damals wollte ich warten. Ich weiß nicht, ist Narcos abgeschlossen mittlerweile? Wahrscheinlich, Ja, ne? ist abgeschlossen. Ja, dann werde ich es vielleicht mal irgendwann nachholen. Aber hatte ich damals zu dem Zeitpunkt nicht so Lust drauf, weil Breaking Bad auch noch nicht so lange her war und so auf Drogenkartellgeschichten hatte ich in diesem Moment keinen Bock. Und deshalb wollte ich es nach hinten schieben. Ja, läuft ja nicht weg. Nee, das stimmt. Also Vengeance oder Rache auf Texanisch, man würde jetzt erstmal denken, das ist irgendwie wahrscheinlich ein Action-Thriller oder sowas, aber eigentlich ist es das eher nicht, sondern vielleicht eher so ein Gesellschaftsporträt, wo auch Rache drin vorkommt. Es geht einmal darum, dass dieser BJ Novak, der spielt einen Journalisten aus New York, Ben genannt, und ist halt ein richtiger Großstädter, der, keine Ahnung, Rooftop-Bars besucht, irgendwelche Mädels klar macht, wo er noch nicht mal den Namen von kennt und ja, relativ anonym da vor sich hinlebt. Und immer auch auf der Suche ist, wie er seine Karriere weiter vorantreiben kann, aber im Grunde genommen letzten Endes trotzdem noch ein netter Mensch ist. Und er bekommt eines Nachts einen Anruf, geht da ran und dann meldet sich halt der Boyd Holbrook, wie heißt der in dem Film? Ty Shaw, genau, dass seine Schwester Abby tot ist. Und ja, der Ben fragt sich, ja, wer soll das denn gewesen sein? Und guckt dann in seinem Handy mal nach und er kriegt dann so mit, dass er mit der mal irgendwie eine Affäre hatte oder so. Keine Ahnung. Halt, wie gesagt, der notiert sich oder kennt die Frauen noch nicht mal mehr, mit denen er da irgendwie mal was hatte. Und ja, tut natürlich jetzt erstmal, oh, das tut mir leid und bla bla bla. Und der andere sagt, ja, du musst unbedingt vorbeikommen. Die Abby, die hat gesagt, du warst so ein toller Mensch oder du bist so ein toller Mensch. Und wir finden das ja auch toll, wenn wir mal ihren Freund kennenlernen. Also diese Familie da oder dieser Ty, der ging halt davon aus, dass es der Ben, der aktuelle Freund von seiner Schwester ist. Und weil das halt so ein netter Mensch ist, der Ben, sagt er sich, okay, fahre ich dahin, guck mir das mal an. Und damit beginnt das halt. Er als New Yorker fliegt nach Texas. In Texas sind ganz andere Menschen unterwegs als in der Großstadt. Und dann ist das halt so ein bisschen Clash der Kulturen. Also ein Film, der ein bisschen Komödie ist, ein bisschen Drama ist und halt aufzeigt, was sind die Unterschiede. Es ist nicht so wie bei Willkommen bei den Stieß oder so. Also so komisch darf man sich das jetzt auch nicht vorstellen, sondern der Film will, glaube ich, auch eher so ein bisschen zeigen,
ja, es ist nicht immer alles schwarz und weiß, sondern vielleicht gibt es auch ein bisschen Grau dazwischen. Und trotzdem haben beide Seiten auch ihre guten Seiten. Und ja, als der in der Geschichte, das ist jetzt noch alles relativ am Anfang, kommt er dann bei der Beerdigung an und dann ist es eigentlich ganz witzig, weil die dann sagen, hey, du kannst auch bei der Beerdigung eine Rede halten. Ja, auch der weiß gar nichts von der Frau. Und dann stellt er sich trotzdem da vorne hin und denkt sich irgendeine Geschichte aus. Das ist unter anderem ganz witzig gewesen. Und dann wird es eigentlich noch besser. Dann sagt dieser Bruder von der Verstorbenen zu ihm, du, die, also die sollte an einem Unfall gestorben sein. So war die offizielle Meldung. Aber das war kein Unfall, die ist ermordet worden. Und dann sagt der Ben zu ihm, wie kommst du darauf? Ja, das ist, er hat da Recherchen gehabt und die ist ermordet worden. Also es fließt auch so ein bisschen Verschwörungstheorie da noch rein, was die Leute dort haben. Was weiß ich, von Polizei kannst du nicht vertrauen, dann die Mexikaner, die über die Grenze kommen und was weiß ich nicht noch alles. Und mit sowas kann der weltmännische Ben natürlich nichts anfangen. Und sagt, er ist alles Quatsch, aber er riecht dann eine Story, weil er ist ja Journalist und ruft dann seine, er hat so eine Producerin in New York an und sagt, du, True Crime Podcasts sind doch total in und ich habe hier so ein paar verrückte Vögel, die glauben, hier ist eine Tante ermordet worden und die sind sowieso alle schräg drauf. Dann machen wir einen Podcast raus. Und dann sagt die so, ja, okay, können wir ja mal versuchen. Und dann begibt er sich quasi auf Spurensuche, warum diese Abby verstorben ist oder wie sie verstorben ist, ne? Jetzt wurde Das. das mit dem Podcast erwähnt. Sorry, das jetzt erinnere ich mich, dass ich da auch schon von gehört habe. Haben die den bei Kino Plus vorgestellt? Mag das sein? Ja, hatten die, glaube ich, war Okay, ja. vorletzten Mal oder irgendwie sowas. Hm. Ja. Alles Und klar, ja. ja, das ist halt ganz witzig, wie, also. Ja, wie unterschiedlich diese Typen sind, ne? Aber sie sind alle auf ihre Art und Weise trotzdem herzlich. Die in Texas zum Beispiel, die Familie, bei denen der da so unterkommt, die sind ja vielleicht alle nicht die Schlauesten, aber sie sind sehr herzlich untereinander, was er so gar nicht kennt als Stadtmensch, weil er ja relativ anonym dort lebt und alles nur so nebenbei, Freundschaften und Beziehungen, ne? Also hat alles seine Vor- und Nachteile und das ist, fand ich ganz gut und nett gemacht. Das ist natürlich kein großer Film. Das ist auch kein Film, glaube ich, wo man ins Kino für gehen müsste, weil er jetzt auch keine großen Bilder hat. Aber ja, also für ein Programmkino, wenn man Programmkinos unterstützen will, geht das natürlich immer. Aber ansonsten wird es, glaube ich, auch reichen, wenn er irgendwann mal zum Streamen rauskommt oder so. Aber fand das eigentlich ganz cool gemacht, den Film. Es war eine Überraschung. Erst habe ich mir gar nichts bei gedacht, als ich den mir angeguckt habe, aber man muss natürlich so ein bisschen diese Situation, also dafür muss man ein bisschen Interesse haben in den USA, dass die einen bilden quasi auch die Trump-Wähler ab, die in Texas da mit ihren Waffen da durch die Gegend laufen und der Ben aus New York, dann eher die Liberalen und die Gegenseite. Und ja, wenn man sich ein bisschen was dafür interessiert, ist der Film eigentlich ganz nett gemacht. Und er macht halt keine Schwarz-Weiß-Malerei, sondern versucht auch aufzuzeigen, dass man vielleicht doch miteinander klarkommen könnte. Ja, also gut, kann man, wie gesagt, im Kino noch gucken oder auch bei iTunes US gibt es den auch schon. Okay. Ja, klingt ja gar nicht verkehrt. Also, wobei, also ich muss sagen, jetzt würde ich mir mal prinzipiell angucken, aber jetzt nichts, wo ich sage, den muss ich jetzt unbedingt sofort sehen. Aber das hat man ja mal so nach Stimmung, ne? Wie mit Ja. Narcos auch. Ja. Aber insgesamt auf jeden Fall nicht uninteressant. Ja, genau. Ja. Gut, dann Dann. würde ich sagen, ne, springe ich mal auf meinen ersten Film, den ich mir natürlich hier schon rausgesucht habe. So, Vengeance 2. Ich habe mir unter anderem angesehen, also einer der besten Filme der letzten Monate für mich war The Outfit. Erstmal vorweg, hast du den gesehen? Ich glaube Ja. ja, ne? Ja, ich habe den auch Ja. gesehen. Ja, okay, ich sehe gerade, wir haben auch die gleiche Bewertung. Das war bei mir so, dass ich den damals
den Trailer gesehen hatte im Kino, als ich mit einem Kumpel Michael, schöne Grüße an der Stelle, als wir zusammen in Everything Everywhere All at Once waren, da liefen so ein paar Trailer davor und es war halt so ein kleines Arthouse-Programmkino in Essen, das, ich glaube Astra heißt es, und da war halt der Trailer bei, von dem Film hatte ich vorher nichts gehört. Und der Trailer hat uns beide auch direkt angesprochen. Und ja, dann war er irgendwann halt bei Netflix, ich glaube für 99 Cent auch im Angebot zum Ausleihen. Und da habe ich dann direkt zugeschlagen. Wir haben den auch zusammen geguckt, meine ich mich jetzt zu erinnern. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, aber ich glaube schon. Ist auch egal. Worum geht's in The Outfit? Also erstmal, das ist ein Film von 2022. Regie hat Graham Moore geführt. Ich habe mal nachgeguckt gerade. Der hat tatsächlich noch keinen anderen Film gemacht. Das ist also sein Regiedebüt wahrscheinlich. Also auf jeden Fall der einzige Film, der hier bei Letterboxd geführt ist. Und dafür, also wenn das so ist, muss ich schon sagen, Hut ab, hat er sehr gut gemacht, den Job. Das Ganze, jetzt muss ich gerade überlegen, wann es spielt. Das steht hier leider nicht hier in der Zusammenfassung, die ich hier gerade nochmal überfliege. Ich würde jetzt mal so sagen, das müssten so die 40er Jahre sein, grob geschätzt. 30er, 40er. Genau, es geht um einen englischen Schneider, also hier steht Schneider, wobei ich mich erinnere, dass er, also ich habe den Film, oder wir haben den Film auf Englisch geguckt, dass er irgendwann ihn jemand Taylor nennt und er dann sagt, I'm not a tailor, I'm a cutter, irgendwie sowas in der Richtung, also es scheint nochmal ein Unterschied zu sein in der Berufswahl, es war egal, aber fürs Verständnis, er ist also eine Art Schneider, er hat eine Schneiderei, wo er Anzüge und sowas herstellt. Hat also in England gelernt. Das Ganze spielt jetzt in was ist das? San Francisco, nee, Chicago. So, Chicago. Und das Besondere ist, dass quasi bei ihm im Hinterzimmer an der Wand so ein Briefkasten oder so eine Art Kasten hängt. Und die Stadt ist natürlich in Gangsterhand und seine Schneiderei wird quasi als stiller Briefkasten benutzt. Also es tauchen regelmäßig irgendwelche Typen auf in langen Mänteln mit Hüten, wie sie alle so rumlaufen. Und die werfen irgendwelche Umschläge bei ihm hinten in den Kasten und die werden wiederum nachher von jemand anders abgeholt. Und mehr hat er damit nichts zu tun und möchte damit auch nicht viel zu tun haben, aber spielt halt mit. Und ja, dann kommt es eines Abends dazu. Achso, Moment, vorher muss man noch sagen, er hat eine junge Dame in der Ausbildung, so wie es scheint, die bei ihm lernt und auch hier vorne die Kunden begrüßt und so weiter. Ja, und eines Abends kommen dann Leute bei ihm rein, einer, also von diesen Gangstern, einer von denen ist angeschossen. Er muss dann quasi so eine Art Not-OP, also die durchführen, die Kugel entfernen, weil er ist ja Schneider, deshalb kann er ja Wunden zunähen, ist ja logisch. Macht er dann, also er will nicht unbedingt, aber er macht es dann. Und ja, dann ist die Story, dass quasi wohl irgendwo eine undichte Stelle in der Organisation ist. Es geht dann noch um einen. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, was, sonst hätte ich mich fast verplappert. Ich glaube, das ist sonst ein Spoiler. Es geht nachher noch um den Inhalt eines Umschlags, den mehrere Leute suchen. Und es wird versucht herauszufinden, wer denn der Verräter, der Maulwurf in der Organisation ist. Und das Ganze, ja, die Gemüter kochen natürlich hoch. Das ist alles angespannt da. Mehrere Leute tauchen nacheinander auf. Also alles Gangster natürlich. Und er steht so ein bisschen zwischen den Fronten. Ja, und versucht sich da durchzulavieren und macht das, indem er quasi geschickt redet und die Seiten gegeneinander ausspielen, ist jetzt zu viel gesagt, aber auch hier möchte ich nicht zu sehr ins Detail gehen, das zu viel vorweg, würde ich sagen. Du kannst mich ja gerne gleich ergänzen. Es ist also, ich musste teilweise so an Reservoir Dogs denken. Also so eine Art Film ist das. Es ist eher ein Kammerspiel, spielt also fast ausschließlich in dieser Schneiderei, wenn nicht sogar komplett ausschließlich, meine ich. Ne? Ja. Bis auf mal, ich glaube, es gibt eine Rückblende oder so mal in eine andere Wohnung, aber ansonsten ist das Ganze quasi in diesen zwei Räumen, das Ladengeschäft vorne und das Hinterzimmer, wo sich alle, und ich glaube noch so ein Zwischenraum gibt es auch noch. Genau, es gibt den Laden vorne, dann ein Zwischenzimmer, so eine Art Salon, und dahinter dann nochmal eine Werkstatt. Und in diesen drei Räumen spielt sich das Ganze hauptsächlich ab. Und ich muss sagen, also inszeniert ist das Ganze toll. Es ist spannend, hat interessante Dialoge, sehr gute Darsteller. Also allen voran der Hauptdarsteller, Mark Rylance, den ich auch vom Sehen kannte. Ich muss jetzt gerade nochmal mein Gedächtnis auffrischen.
wo er so mitgespielt hat in Trial of the Chicago 7, den ich aber noch nicht gesehen habe. In Dunkirk war er dabei, in Don't Look Up, Bridge of Spies. Das sind so einige der großen, jetzt, wenn ich weiter runter scrolle, kenne ich jetzt nicht viele davon, aber ich sag mal, ist so ein Gesicht, den erkennt man. Ich glaube, er hat auch bei Ready Player One doch mitgespielt, meine ich. Ja, genau, da sehe ich es gerade. Ich glaube, er war der Erfinder der Oasis, wenn ich mich recht entsinne, in Ready Player One. Guter Typ auf jeden Fall, macht einen super Job. Einer der Gangster, ich glaube sogar der Sohn von dem Gangster-Boss, wird gespielt von Johnny Flynn. Den kannte ich nur vom Sehen. Der hat unter anderem in Emma mit Anya Taylor-Joy mitgespielt. Sonst kannte ich den aber nicht groß. Macht aber auch einen super Job. Wie alle Beteiligten, die junge Dame, seine Angestellte oder Auszubildende, wird gespielt von Zoe Deutsch. Die sagte mir jetzt auch nichts. Die hat aber bei Disaster Artist zum Beispiel mitgespielt. Und in Zombieland war sie, glaube ich, wie hieß sie, Dakota oder so, die kleine Schwester von Emma Stone. Da war sie auf jeden Fall dabei. Kann sein, aber das hätte ich jetzt gar nicht gewusst, dass sie das ist. Wobei, ich sehe auch gerade, sie spielt nur in Zombieland 2 mit. Ich glaube, da gab es doch eine zweite Gruppe, ne? Dann war sie wahrscheinlich gar nicht die Schwester von Emma Stone. Dann war sie wahrscheinlich in der anderen Gruppe, die da noch mal treffen. Madison hieße. Ach, war sie dann diese Tussi vielleicht, die sie da getroffen haben? Das könnte gewesen sein. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall auch die macht in dem Film, wie gesagt, einen guten Job, genau wie alle anderen Beteiligten. Und ja, macht einfach Spaß, ist spannend. Man fragt sich, wohin das Ganze führt. Es sind einige Twists drin und wie gesagt, ich möchte nicht zu sehr detailliert auf die Story eingehen. Erstmal, weil ich es nicht mehr komplett auf die Reihe kriege, was jetzt passiert ist. Es sind 2 Monate her und weil man auch am besten gar nicht so viel weiß, glaube ich. Also, was ich gesagt habe, so die Grundhandlung ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ja, vielleicht kannst du noch was ergänzen. Vielleicht ist der Film bei dir ein bisschen frischer oder, also wie gesagt, was meinst du? Kann man noch irgendwas sagen, ohne den Film zu verderben? Nee, der Film steht und fällt damit, ob man da was mit anfangen kann, dass der halt auf diesem begrenzten Raum spielt. Manche würden sagen, das ist auch langweilig, habe ich gelesen, weil es halt viele Dialoge gibt. Aber ich fand die Dialoge halt gut gemacht. Also ich fand die interessant, ne? Aber gut, gibt einige, die finden es anscheinend langweilig und dass es halt nur in diesen zwei Räumen quasi spielt. Aber ja, ich wusste auch über den Film vorher nichts und mich hat das überrascht und fand den richtig gut. Ja, dann sind wir uns ja einig. Und ja, klar, wenn man mit der Art Film jetzt nichts anfangen kann, das gibt es natürlich jetzt, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Actionfilm erwartet, mit viel Geballer, dann ist das natürlich nichts. Aber wenn man so Sachen wie Reservoir Dogs oder überhaupt auch hier Hateful Eight und sowas mag, wo es wirklich auf die Dialoge und das Zusammenspiel der Figuren ankommt, dann ist man da, glaube ich, nicht verkehrt. Ja. Und Die ja. Kutschfahrt in Hateful Eight fand ich auch ein bisschen langweilig. Also kann ich schon ein bisschen verstehen manchmal. Ne? Es kommt Okay, drauf habe ich an. jetzt ja, Weißt nicht so langweilig in Erinnerung, aber ich meine, in der Hütte wird ja auch dann nur geredet, ne? Ja, Da war ja in der nie. Hütte geht's, aber die Kutschfahrt fand ich ein bisschen langweilig. Okay, na gut, es war natürlich war der insgesamt sehr lang und etwas gestreckt vielleicht. Also hätte man tatsächlich vielleicht kürzen können, aber mich hat es damals nicht gestört. Ich habe den auf jeden Fall als gut in Erinnerung behalten und ja, auf jeden Fall sollte man da jetzt keine Abneigung gegen solche dialoglastigen Filme haben. Und wie gesagt, die Dialoge sind halt auch sehr gut, sowohl vom Inhalt als auch von der Darbietung. Ja, also rundum eine Empfehlung von mir. Den Film würde ich auf jeden Fall auch nochmal gucken. Ja, damit möchte ich noch abschließen, damit wir weiterkommen. Ja, okay, dann nehme ich mal The Novice, also die Novizin heißt er auf Deutsch und ist ein Film von 2021, kann man gucken, aktuell bei Paramount Plus. Ja, falls man sich fragt, was kann man da überhaupt gucken, dann könnte man die Novizin da überhaupt gucken. Es ist also ein relativ neuer Film von Lauren Hathaway, also nicht Hathaway, nur mit einem D. Und ja, in den Rollen sind auch eher aus meiner Sicht unbekannte Menschen, außer die Hauptdarstellerin Isabelle Fuhrman. Die ist die spielt das Mädchen aus The Orphan, Esther. Hast du Ach, den gesehen? okay. Ja, tatsächlich aber auch nur den ersten. Es gibt ja mittlerweile eine Ja, Fortsetzung. First Kill, Aber glaube ja. ich. Ja, Genau. genau, da spielt sie auch mit in dem
Sequel oder so, ja, aber die ist ja mittlerweile älter geworden, ist jetzt kein kleines Mädchen mehr, sondern, was weiß ich, denke mal, 20, knapp 20, irgendwie sowas. Die spielt die Hauptrolle und der Film ist, würde ich mal beschreiben, ein etwas anderes Sportlerinnen-Drama. Ja, wir kennen alle ja Sportler-Dramen, wie die so sind. Es gibt Menschen, der kommt entweder aus ärmlichen Verhältnissen oder hat ein schweres Leben, kann aber etwas besonders gut, trainiert und gewinnt und dann gibt es einen Rückschlag und zum Schluss ist natürlich wieder Jubel, Trubel, Heiterkeit, weil er irgendwie einen Kampf oder einen Pokal gewonnen hat. Dieser Film ist ein bisschen anders als Sportlerinnen-Drama, weil es da um, also die Isabelle Fuhrmann spielt Alex Doll, die ist neu am College und sehr ehrgeizig, also einmal was die normalen Fächer angeht, aber auch beim Rudern. Das ist auch schon ein bisschen ungewöhnlich, denke ich mal. So einen Ruderfilm hat man vielleicht auch noch nicht gesehen. Und sie fängt dann neu an und will die beste Ruderin werden. Und ich glaube, da gibt es dann irgendwie so einen Achter, wo die besten Ruderinnen drin sind. Und da will sie auch irgendwann mal hin. Und ja, um die beste Ruderin zu werden, macht sie alles dafür. Also sie rudert in den Ferien, sie steht früh morgens um 4:30 Uhr auf, bis die Hände blutig sind und alles, ne? Also sie gibt da richtig Gas. Und das entwickelt sich irgendwie auch schon quasi in so eine krankhafte Neigung. Also dieser Drang, die Beste zu sein, macht sie, also wahrscheinlich war sie vorher schon psychisch krank, aber in dem Film wird es halt immer krasser und krasser, das Ganze. Führt auch dazu, dass sie natürlich durch ihren Ehrgeiz nicht besonders beliebt ist, außer bei zwei Damen. Einmal die eine ist, ja, das ist ein bisschen komisch. Also sie ist, glaube ich, eine Art Lehrerin an dem College, aber irgendwie auch noch relativ jung. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine Praktikantinnenstelle oder so war, die die macht. Also mit der fängt sie auch ein Techtelmechtel an. Und die kriegt dann auch irgendwann mit, dass sie da mit ihrem Ehrgeiz auch echt über die Stränge schlägt und versucht, ihr dann so mitzuteilen, ey, mach mal ein bisschen halblang oder so. Was aber dann nicht so richtig funktioniert. Und dann hat sie noch mal so eine Klassenkameradin, sag ich mal, die auch anfängt zu rudern und die auch gut werden möchte, aber bei der geht es halt darum, dass sie ein Stipendium bekommen möchte, weil es in Amerika ja irgendwie so, was weiß ich, wenn irgendwas gut bist, dann wirst du dann irgendwann unterstützt und kriegst, glaube ich, die Unigebühren oder was weiß ich, bezahlt, ne? Irgendwie so, was ist das ja, ein Stipendium, ne? Ja, genau. Ja, und damit hat sie auch quasi ja eine Konkurrentin und die Alex Doll selber bräuchte das nicht, weil sie, ich meine, aus gutem Hause kommt und bei der wäre es egal. Und das wirft die andere ihr dann auch irgendwann vor, warum bist du so ehrgeizig und versuchst mir da Konkurrenz zu machen, du würdest doch sowieso, bei dir wäre es doch sowieso egal, du kriegst das doch eh alles bezahlt und so, ne? Und also dieser Ehrgeiz führt dann halt auch zu Auseinandersetzungen. Und ja, wie das Ganze dann endet, also deswegen sage ich, es ist ein bisschen anderes Sportlerinnen-Drama. Das Ende wird auch nicht vielleicht jedem gefallen, mir hat das aber gut gefallen. Und der Film sieht auch ziemlich gut aus, würde ich sagen. Es ist alles zwar relativ grau, ich glaube, in dem ganzen Film regnet es quasi durch, mehr oder weniger, oder der Himmel ist ständig grau, passend zu dem, was man da auch sieht durch diesen krankhaften Ehrgeiz. Und ich fand das halt spannend, weil ich nicht die ganze Zeit nicht wusste, soll ich mit der mitfiebern jetzt oder nicht? Weil normalerweise gehst du in so einen Film, dann denkst du, das ist die Hauptdarstellerin, die will irgendwie was erreichen. Aber so richtig sympathisch war sie ja auch nicht, ne? Und das fand ich mal halt ganz gut, weil es ein bisschen anders war. Und ja, dazu kommt noch, dass der oder die Ka Kameramann Frau auch alles gegeben hat und einige interessante Einstellungen hatte, so und mit Unschärfen gespielt und ja, der Schnitt war gut. Also der Film ist technisch, fand ich den auch gut gemacht. Also ja, ach ja, den Soundtrack muss ich noch erwähnen. Das hat auch einen guten Soundtrack. Also es ist natürlich ein
ja, Independent-Film oder so. Ja, also wahrscheinlich nicht großes Budget gehabt, aber dafür hat der Film das Beste draus gemacht und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Geht auch nur knapp über 90 Minuten, ist jetzt nicht ellenlang und ja, das fand ich mal gut, weil es halt nicht wie Rocky ist oder so, wo du nachher weißt, ah, ja, gut, nachher gewinnt er eh den Kampf, ne? Sorry für den Spoiler, falls jemand Rocky noch nicht gesehen hat. ja, und ja, hier geht das vielleicht ein bisschen anders aus, aber ja, fand ich richtig cool gemacht. Und ja, weil es auch, glaube ich, das Ganze aus einer Perspektive einer Frau auch ein bisschen anders ist als das, was man sonst von den Testosteron Männern so kennt. Okay. Ja, gut. Muss jetzt sagen, klingt jetzt nicht nach der Art Film, auf die ich jetzt oft Bock habe. Aber ja, es heißt ja nichts. Die Geschmäcker sind verschieden. Hauptsache, er hat dir gefallen. Ja, genau. Ja. Ja. Ich sag mal so, es wäre jetzt ein Film, wenn ich jetzt den mitgucken müsste, würde ich mich jetzt nicht ärgern, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, da habe ich jetzt aber richtig Bock drauf. Normalerweise. Na, mal gucken. Ja, Ja, muss ja aber auch nicht sein. genau, also ist auf jeden Fall mal was anderes und ich bin immer froh, wenn es was mal was anderes gibt und Das auf jeden Fall, ja. nicht immer das Gleiche. Aber wie war nochmal das Stylist oder so? Die Outfit. The Outfit, genau. Ach ja, verwechsel ich immer mit The Stylist. Das gab es ja auch mal im Film. Ja, also The Outfit ist ja auch ein bisschen anders als die Filme, die man sonst so gesehen hat. Ne? Ja, deshalb war ja auch im Programmkino der Trailer und ich hatte vorher nichts davon gehört, du ja auch nicht. Ja, ist auf jeden Fall, sag ich mal, kein Mainstream-Film so, aber auch jetzt auch nicht zu nischig, würde ich sagen. Man muss halt nur mit ruhigen Filmen an sich klarkommen. Aber das hat man ja schon das Thema. Ja. Dann würde ich sagen, springe ich zu meinem nächsten Film. Kann ich auch gut anknüpfen, denn du hast gerade gesagt, dein Film geht nur knapp über 90 Minuten, meiner auch, der geht 98 Minuten. Und ich knüpfe auch noch direkt an meinen letzten Film an, denn auch dieser Film spielt in den 50er Jahren. Nur diesmal springen wir von Amerika nach England. Wir sind in London. Und auch hier muss ich sagen, ich kann jetzt gar nicht so viel zu dem Film sagen, weil die Story ja nicht allzu verworren ist, aber es ist ein bisschen kompliziert, das alles zu erklären. Deshalb beschränke ich mich auf das Mindeste. Ich sehe gerade, du hast den Film noch nicht gesehen, aber du möchtest ihn noch sehen. Und zwar spreche ich von See How They Run. Das ist eine, ja, ich möchte mal sagen, doch, wenn auch jetzt nicht schenkelklopferisch, aber es ist eine Krimikomödie, sage ich mal im Großen und Ganzen. Also eigentlich ein ziemlich klassischer englischer Krimi. Aber ich finde, also persönlich, dass er so ein bisschen Coen-Vibes hier und da hatte. Oder auch, naja, nicht mal Coen. Auch ein bisschen, aber vielleicht sogar eher noch ein bisschen Wes Anderson. Jetzt nicht, was den Bildaufbau geht, aber so was die Charaktere angeht. So etwas schrullige Typen, alle so ein bisschen neben der Spur oder überzogen oder auf jeden Fall jetzt nicht alltäglich. Und ist sehr gut besetzt. Und zwar in der Hauptrolle haben wir Sam Rockwell, der einen Inspektor spielt. Ich weiß gar nicht, was für doch, Inspektor. Inspektor Stoppard heißt er. Das ist jetzt kein Spoiler, der so ein bisschen, ein Alkoholproblem wäre jetzt vielleicht auch übertrieben zu sagen, aber er sieht seinen Job hier und da ein bisschen lockerer. Er ist trotzdem ein guter Polizist eigentlich. Aber geht auch mal gerne vormittags schon mal in die Kneipe. Und worum geht es eigentlich? Es geht um ein erfolgreiches Bühnenstück, was, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, sogar ja doch auf einem Roman von Agatha Christie basiert. Ich habe jetzt tatsächlich aber den Titel vergessen. Ist ja auch egal, es ist auf jeden Fall ein Stück nach Agatha Christie. Das wird in London schon eine geraume Zeit aufgeführt, soll aber auch in Hollywood verfilmt werden. Und ja, manche Leute möchten das nicht. Es kommt dann also dazu, dass während einer Aufführung in dem ausverkauften Theater quasi im ja, hinter der Bühne, sage ich mal, irgendwo im Theatergebäude wird ein Mann ermordet, der, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, jetzt tatsächlich die Hauptrolle in der Verfilmung spielen sollte.
Und ja, diesen Mordfall gilt es jetzt aufzuklären. Das soll Inspektor Stappard, gespielt von Sam Rockwell, wie gesagt, übernehmen. Das Besondere ist jetzt noch, dass ihm eine junge Polizistin, eine angehende Polizistin zur Seite gestellt wird, die ihn unterstützen soll bei der Ermittlung. Und die wird gespielt von, jetzt hoffe ich spreche es richtig aus, Saoirse Ronan, die man ja auch vielleicht kennt, der ein oder andere. Aus so Filmen wie In meinem Himmel zum Beispiel in der Hauptrolle war sie dabei. Mir fallen jetzt spontan, obwohl ich sie sehr mag, gar nicht viele andere Rollen an. Grand Budapest Hotel war sie dabei. Oder Budapest. Lady Bird hat sie mitgespielt. Ich habe letztens Und auch Film. einen gesehen, Ammonite hieß er mit Kate Winslet, den fand ich auch nicht schlecht. Okay, der sagt mir jetzt zum Beispiel gar nichts. Aber ja, auf jeden Fall kennt man sie, denke ich. Hat auf jeden Fall, ist eine sehr gute Schauspielerin, wie ich finde. Also bis jetzt habe ich keinen Film mit ihr gesehen, wo ich sie nicht gut fand. Ich glaube, sie hat auch die, hat sie nicht die Queen Mary gespielt ja Ja. doch, Mary Queen of Scots, genau da war sie auch sehr gut. Wer ist Hannah? Ich glaube, das könnte sogar der erste Film mit ihr gewesen sein, den ich gesehen habe. Brooklyn, Lady Bird, damit ist ja auch ziemlich groß rausgekommen. Ja. Auf jeden Fall gute Schauspielerin und die spielt halt diese angehende Polizistin, die sehr ehrgeizig ist, aber ein bisschen trottelig auch und sich jetzt mit dem Inspektor zusammenraufen muss, der eigentlich, wie das so oft so ist, gar keinen Bock hat, die Neue mitzuschleppen und lieber sein Ding durchziehen möchte. Deshalb hängt er sie dann auch ab. Das spoilere ich jetzt mal, das ist jetzt nicht wesentlich für die Handlung, aber sie haben dann an einer Stelle sitzen sie im Auto und quasi beschatten oder beobachten einen Hauseingang, weil sie halt gucken wollen, wer da rein und raus geht. Und er sagt ihr, dass er kurz weg muss, weil er einen Zahnarzttermin hat. Und dann geht er erstmal in der zwei Straßen weiter in den Pub und holt sich erstmal ein Bierchen. Und solche Sachen halt. Sie müssen sich also zusammenraufen und diesen Fall aufklären. Und mehr möchte ich auch hier wieder nicht ins Detail gehen, weil es ist ein Krimi, da möchte ich jetzt nicht viel verraten. Der Film geht eh nicht besonders lang. Ist jetzt auch von der Handlung, muss ich sagen, hat er mich jetzt nicht ganz überzeugt oder so gegen Ende hin. Ich hatte trotzdem meinen Spaß, weil er ist auf jeden Fall sehr gut besetzt, wie ich schon erwähnt. Unter anderem spielt übrigens auch Adrien Brody mit. Der spielt, glaube ich, den Typen, der ermordet wird. Aber man erfährt dann auch hier in Rückblenden natürlich tauchen die Figuren öfter nochmal auf, weil man dann natürlich, wenn Hinweise aufkommen, da teilweise nochmal einen Rückblick sieht. Ja, und er ist sehr gut ausgestattet und auch gefilmt. Regie hat, weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, Tom George geführt. Ich glaube nicht. Den kannte ich jetzt nicht. Und der hat auch, wenn ich das hier bei Letterboxd richtig sehe, auch bisher nur zwei Kurzfilme gemacht. Einer, der knapp 10 Minuten geht, einer eine Dreiviertelstunde. Und also wahrscheinlich auch sein erster Langfilm. Und auch hierfür muss ich sagen, sehr solide Arbeit. Und ja. Also auch von mir aus an dieser Stelle auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, die Krimis mögen und ein bisschen skurrilere Komik oder Krimis Richtung Coen-Brüder, wie gesagt, oder skurrile Charaktere wie bei Wes Anderson. Die sind hier an der richtigen Adresse und den Film kann man auch umsonst gucken, so, insofern man Disney Plus halt hat. Da ist er nämlich zu finden. Also zumindest habe ich ihn da geguckt. Ich nehme an, dass er immer noch da ist. Ich weiß nicht, wie lange das der Fall sein wird. Das ist ja heutzutage fluktuierend, ne? So je nachdem, wie viele Streamingdienste es gerade gibt, ob es wieder neuen gibt und dann irgendwelche Filme rüberwechseln, da muss man natürlich gucken, aber ich meine, er ist noch bei Disney Plus zu haben, ja. Ich meine Und du auch. hast ihn ja nicht gesehen, ne? Aber du wolltest ihn gucken, hast du gesagt. Ja, ich gucke ihn demnächst auch. Ja. Genau, ja, also mehr hätte ich da nicht zu sagen. Hast du noch irgendwie Rückfragen? Habe ich was Interessantes vielleicht vergessen, was Wesentliches? Nee, habe ich nicht. Aber du sollst mich ja auch nicht spoilern, ne? Genau. Ja, dann mach doch bitte mit deinem nächsten weiter. Ja. Mein dritter Film, der kann ich erahne, dass auch dieser dritte Film nicht unbedingt zu den Filmen gehört, die du unbedingt sofort gucken möchtest. Mal gucken. Der heißt The Fallout und Oh, nein, keine Ahnung, kenne ich nicht. ne, im Deu aber der deutsche Titel vielleicht, The Life After. Ah ja, der gute deutsche Titel. Ja, Genau. nee, sagt mir beides spontan nichts. Nee. Vielleicht, wenn du ein bisschen was erzählst, vielleicht habe ich doch was gehört, aber Ja. der Titel erstmal nicht. Ja, Fallout konnte man wahrscheinlich den Deutschen nicht zumuten, deswegen hat man Life After genommen, also Life After, weil das ein bisschen einfacher ist dann zu verstehen, weil
Es geht um Folgendes. Der Film ist von Megan Park, hat vorher noch nichts gemacht, habe ich mal geguckt, oder so gut wie nichts. Und auch bei den Schauspielern gibt es höchstens Jenna Ortega, die ein bisschen bekannt ist. Die hat, Ach so, Wednesday, ne? ist das die? Ach ja, stimmt, habe ich Also, noch nicht geguckt. Ja, genau, das kann sein, ja. ich auch nicht, aber ich meine, die hieß doch Jenna Ortega, ne? Ja, das kann sein. Aber sie hat auch bei Ex mitgespielt, eine der Damen, die da quasi in dem Ah, okay. Team ist. Also neben Mia Goth war die Hauptdarstellerin, ne? Genau. Ja, das ist lustig, dass du das jetzt sagst, weil ich habe jetzt auch nur Wednesday den Trailer gesehen, aber ich habe nicht die Verbindung zu X hergestellt, obwohl ich den ja gesehen habe vor gar nicht allzu langer Zeit. Aber ja, jetzt, wo du es sagst, Und ja, ich glaube, ich weiß. in dem Scream-Reboot hat sie wohl auch mitgespielt. Also jetzt nicht die Hauptrolle, aber eine der Nebenrollen. Stimmt, Aber. da hatte ich sie schon wieder vergessen, aber genau, wie du schon sagst, es war nur eine Nebenrolle. Ich weiß aber auch da, glaube ich, welche Figur sie war. Ist auch egal. Erzähl mal weiter. Gut, also sie spielt in The Life After Vader, nicht Darth Vader, sondern VADA. Ein junges Mädchen, was, wo, keine Ahnung, ob es Highschool ist oder so, geht, in einer intakten Familie lebt mit Vater, Mutter und einer Schwester. Also sie spielt, glaube ich, so eine 16-Jährige in dem Film und die Schwester ist so 12, würde ich sagen. Und eines Tages kommt es dazu, dass sie, also sie sitzt erst im Klassenraum, sagt, oh, ich muss mal eben auf Toilette, geht auf Toilette, sie geht auf Toilette und während sie oder als sie auf der Toilette angekommen ist, hört sie Schüsse und was ist es? Natürlich ein Amoklauf an ihrer Schule. Ah, okay. Ja, genau. Und während diese Schüsse kommen dann noch zwei weitere Personen auf die Toilette. Einmal ein Mädchen Mia und ein Junge Quinten. Und der Quinten hat unter anderem schon Blut an seinem Shirt von seinem Bruder, wo er dann sagt, er ist wohl tot. Und sie verstecken sich quasi auf der Toilette und harren dann diese Minuten aus, die schon sehr anstrengend sind, das überhaupt mitzuerleben, wenn man diese Schüsse ständig hört und Schreie und so. Ne? Und ja, sie harren da aus und ja, irgendwann ist es dann vorbei. Und der Film handelt halt davon, wie diese drei dieses Ereignis verarbeiten. Normalerweise haben wir ja eher sonst so Filme gehabt, die so ein Amoklauf eher zeigen, wie ist es dazu gekommen, aus Tätersicht meistens. Und hier geht es halt jetzt um überlebende Opfer, wie die damit klarkommen. Vor einiger Zeit gab es schon mal einen ähnlichen Film, der sich dieser Thematik angenommen hatte, der hieß Mass, M-A-S-S. Der war aber ein bisschen anders, weil da ging es darum, dass zwei Familien miteinander das ausdiskutiert haben, sag ich mal. Und hier geht es jetzt halt um junge Menschen, die versuchen mit diesem traumatischen Ereignis klarzukommen. Und ja, wie ich schon gesagt habe, die Vader ist in einer intakten Familie. Die Familie gibt sich auch Mühe und ist auch in dem Film echt mal gut dargestellt. Normalerweise hast du ja sonst oft immer das Problem, dass diese Familien, Vater oder Mutter, irgendeiner ist immer nervig dargestellt oder handelt falsch oder so. Das kann ich jetzt hier in dem Film nicht so sagen. Auch die Schwester von ihr ist, sag ich mal, eine ganz süße und nette und liebe und leidet auch darunter, dass ihre größere Schwester irgendwie seit diesem Ereignis natürlich nicht mehr dieselbe ist, wie sie vorher war. Sie selber sagt natürlich, ich komme damit schon klar, bla bla bla. Und also sie verbindet ja ein bisschen was mit diesem einen Mädchen Mia und diesem Typen Quinten. Und ja, versucht Zeit mit denen zu verbringen, obwohl sie die ja vorher gar nicht so richtig kannte. Also insbesondere mit der Mia, die kommt aus gutem Hause, die Eltern sind irgendwie reich, sind auch meistens unterwegs und deswegen zieht sie sich irgendwie dahin zurück und keine Ahnung, die fangen dann, sag ich mal, an zu saufen und ja, versuchen irgendwie dieses Erlebnis hinter sich zu bringen. Und ja, auch die kriegen ja dann psychologische Betreuung. Auch das hilft alles nicht, weil die Vader das gar nicht so richtig ernst nimmt. Und ja, Stück für Stück oder so gibt es dann Fortschritte. Das ist ganz gut gezeigt. Und aber
was vielen auch nicht gefallen wird, der Schluss lässt einen letzten Endes nicht unbedingt mit einem guten Gewissen raus. Und deswegen ist es kein Feel-Good-Film letzten Endes. Und das wird auch ein bisschen schwierig sein. Ich glaube, das ist sowieso dann eher nicht das, was du magst, ne? Wenn das eher so schwere Themen sind. Aber der Ja, also Film. das so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber Ja, also ja. so ist kein gute Laune-Film letzten Endes, ne? Ja. Ah, jetzt ich gucke ja nicht. Das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Ich gucke jetzt nicht nur gute Laune-Filme, Ne? aber Ich dachte. nee. Also so weit würde ich nicht gehen. Es ist eher jetzt hier bei dem anderen Film zum Beispiel, dass mich jetzt so Sportfilme jetzt nicht unbedingt reizen in der Regel. Also Nee, darauf hat es gar nicht ne. bezogen, aber ich dachte, ich hätte mal so verstanden, dass Filme, die eher schwer von der Thematik sind oder eher einen runterziehen, nicht was für dich sind. Nee, gut, da haben wir letztens so gesprochen, an einer anderen Stelle, aber da ging es halt darum, es kommt immer auf die Stimmung an. Also manchmal möchte man ja einen Film sehen, der irgendwie eher, wenn man eh schon nicht so gut drauf ist, dann möchte ich jetzt nicht auch noch einen Film sehen, der mich dann nochmal zusätzlich runterzieht. Aber prinzipiell habe ich da kein Problem mit. Nee. Ja. Aber gut, darum soll es ja jetzt auch nicht gehen. Nee, aber gut. Ja, also mir hat es gut gefallen, weil die Schauspieler alle echt richtig gut sind, weil die realistisch dargestellt sind aus meiner Sicht. Auch du kannst dich noch so anstrengen als Familie und du wirst nach solchen Ereignissen wahrscheinlich trotzdem an einen Teenager nicht rankommen Oh. und kannst nur irgendwie hoffen, dass die Zeit alle Wunden heilt irgendwie und dass es irgendwann vorbeigeht. Das ist halt echt schwierig. Also auch mit dem jungen Quinten, da gibt es dann auch so, versucht sie so ein bisschen anzubandeln, aber das ist, fand ich auch interessant. Also der Junge sagt ihr dann irgendwann, du, ich bin da vom Kopf her, bin ich dazu jetzt nicht bereit, irgendwie mit dir eine Liebschaft da einzugehen. Na, das fand ich auch ganz interessant, dass es mal so gezeigt wird. Normalerweise in amerikanischen Highschool-Filmen hätten wahrscheinlich sonst die Jungs gesagt, ja klar, nehme ich gerne wahr, dieses Angebot, aber in dem Film ist es halt auch nicht so. Ja, also ich meine aber, du hast den sogar, hattest du den? Nee, hattest du nicht auf der Wunschliste, aber ich dachte, du hättest den mal gehabt oder so. Nee, also wie gesagt, der Film, der Titel sagte mir nichts und jetzt auch, wo du es erzählt hast, also kann ich mich nicht daran erinnern, davon was mitbekommen zu haben. Also, Ah ja, ich habe noch gar nicht gesagt, wo der nee. läuft. Das ist auch interessant. Bei RTL Plus. Oh, okay. Ja, Ja, die haben gut, ja auch mit. da hätte ich jetzt auch nicht geguckt. Ja, genau. Die haben ja mittlerweile auch so einen Kanal, wo die. Ja, einen Streaming-Kanal, sag ich mal. Wo man sich anmelden kann. Bei mir ist das irgendwie bei Sky mit drin. Und da in diesem Streaming-Bereich kann man den abrufen bei RTL Plus. Okay. Der ist also von Ja, gut. 2021, ist neu. In Amerika war der natürlich, hat er für großes Aufsehen gesorgt, weil gerade dieses Jahr, da war ja fast täglich eine Schießerei an irgendwelchen Schulen oder auf öffentlichen Plätzen. Und da hat der Film natürlich noch erzielt er eine größere Reichweite und Beachtung, als das jetzt hier in Deutschland der Fall wäre. Aber ich Ja. finde, trotzdem lohnt er sich, also schon alleine wegen Jenna Ortega, die echt super ist. Und ja, weil alle Schauspieler eigentlich gut agieren in dem Film. Ja, also ich sag mal, wenn ich jetzt einen von den beiden gucken müsste, würde ich auch eher den gucken als den mit der Ruderin oder wie man es auch nennen mag. So, weil die Thematik finde ich dann interessanter. Auch ich bin jetzt nicht sensationsgeil, ich muss jetzt nicht, keine Ahnung, Amokläufe irgendwie so detailliert sehen oder sowas, aber hier geht es ja eher darum, wie man dann damit Ja. im Nachgang Von dem klarkommt. Ne? Amoklauf sie selber siehst du nichts. Also Ja, du genau, siehst dann hörst du nur. Wie ist der das. andere, Otoy oder so, ne? Dieser, wie ist der Otoy? Nee, wie komme ich jetzt auf Otoy? Na, mit der Insel, hier mit, ich komme gerade nicht auf den Namen, wo die ganzen Schüler, die da gekämpft haben, erschossen wurden. Ach Wie hieß er so, denn nochmal? hier mit Anders Breivik da, diese Geschichte in Norwegen, oder? Genau, ich komme nicht auf den Namen. Reykjavik? Nee, oh, wie Ja. hieß das denn? Uff. Egal, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Also sowas muss ich jetzt zum Beispiel auch nicht sehen.
Der hat ja auch für Furore damals gesorgt, der Film, aber da finde ich auch, das muss jetzt nicht sein. Also Ja, da deswegen finde ich dann sage ich die ja. Herangehensweise mit dem Nachgang Ja. sinnvoller, ne? Ja, genau. Das ist halt ein anderer Ansatz, als irgendwie zu sehen, wie 75 Leute da nacheinander erschossen werden. Ja, genau. Ich sehe übrigens gerade, ich weiß nicht, ob du es gerade zwischendurch erwähnt hast und ich es nicht mitgekriegt habe, aber was ich noch interessant finde, ist, dass Julie Bowen mitspielt, die ich ja tatsächlich persönlich nur aus Modern Family kenne, soweit ich mich auf jeden Fall entsinnen kann. Und die mal in einer anderen und gerade auch ernsten Rolle zu sehen, fände ich auch mal interessant. Ach so, die kenne ich gar nicht so. Ich habe Modern Family, glaube ich, nur die erste Staffel geguckt und das nicht viel mehr hängen geblieben. Ich weiß, die Staffel, also es hat mir eigentlich gut gefallen, aber irgendwie habe ich es, warum auch immer, nicht weitergeguckt, weil ich irgendwas anderes geguckt habe. Kann ich an der Stelle nur wärmstens empfehlen, falls jemand Modern Family noch nicht gesehen hat. Durchweg super Serie. Meine Schwester hat die, glaube ich, schon mindestens 3 oder 5 Mal komplett geguckt. Vom Arbeitskollegen, die Töchter oder die Familie, die gucken jeden Tag beim Essen ungefähr 1 oder 2 Folgen Modern Family, weil die Töchter nicht genug davon kriegen können. Und ich habe die auch einmal komplett gesehen und hier und da auch einzelne Folgen dann später nochmal, aber eine super Comedy-Serie auf jeden Fall. Und sie spielt halt die Mutter Claire Dunphy. Und ja, wie gesagt, ich habe sie, glaube ich, noch nicht in der ernsten Rolle gesehen. Das wäre auch auf jeden Fall mal interessant. Ja, Naja, das nur genau, am dann Rande. RTL Plus abonnieren. Ja, nee, da warte ich lieber, bis er woanders läuft. Ja, Ich habe ja auch kein Sky. kannst auch bei Amazon, gibt es den auch zu leihen zum Beispiel oder Okay, ja, aber Magenta. also ich hätte es jetzt nicht eilig mit, und das ist auf jeden Fall auch einer der Filme, wie gesagt, wo ich dann in der Stimmung sein muss, dass ich sage, ja, jetzt gucke ich mir sowas an. Ja, aber prinzipiell würde ich den jetzt auch in Betracht ziehen, auf jeden Fall. Ja, ich habe, glaube ich, so einen Drama-Hang jetzt. Jetzt ist Winter, es ist grau draußen, irgendwie passt das alles dazu. Deswegen. Das stimmt, aber gerade deshalb würde ich dann lieber andere Sachen sehen wollen. Aber so geht jeder anders damit um. Ja. Ja, gut. The Fallout. Ja, dann bin ich ja wieder dran, ne? Du warst ja, glaube ich, fertig, wenn ich das richtig notiert habe. Dann muss ich gerade mal gucken, was nehme ich da als nächstes? Ich hatte mir doch gerade schon einen ausgepickt. Auch das hier nochmal. Ich glaube, ich habe es hier und da schon mal erwähnt. Zumindest ich mache das relativ spontan. Ich glaube, Sven, du hast wahrscheinlich vorher schon rausgeguckt, was du dir anguckst. Ich habe das tatsächlich erst kurz jetzt hier vorher gemacht und so ein paar Ja. Kandidaten. Ich hatte mir gerade einen ausgeguckt, aber jetzt bin ich abgerutscht. Ja, okay. Also ich sag mal so, ich nehme jetzt hier einen der besten Filme, die für mich besten Filme der letzten Monate. Also ich habe ihm 4 Sterne gegeben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast ihn auch gesehen. Wir haben aber noch nicht drüber gesprochen, meine ich. Auf jeden Fall nicht großartig. Und Ja. ja, es geht in die gleiche Schiene wie gerade. Ich sehe gerade, oh, unsere Meinungen gehen weit auseinander. Vielleicht haben wir doch schon drüber gesprochen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe gesehen Glass Onion, A Knives Out Mystery. Und ja, wie gesagt, ich habe dem 4 Sterne gegeben. Sven wiederum gehört zu den Leuten, die auch nicht wenige sind, die ihn nicht so toll fanden. Du hast ihm nur 2,5 Sterne gegeben. Und mit Wohlwollen. Mit Wohlwollen. Okay. Ja. Ich sag mal, gut, vielleicht ist es auch ungeschickt, dass ich den jetzt nehme, weil ich denke mal, die Leute, die Knives Out gesehen haben, werden den wahrscheinlich mittlerweile eh schon geguckt haben. Vielleicht, ich handle ihn vielleicht mal ganz kurz ab. Also Glass Onion, Knives Out Mystery, die Fortsetzung von Knives Out, wie der Name schon sagt, wieder von Rian Johnson und wieder Daniel Craig in der Craig oder Craig? Doch Craig, ne? Craig? Ja, Craig wir klingt mir wissen, irgendwie wen sehr du nach meinst. Droge. Daniel Craig in der Hauptrolle als Benoist Blanc, der Meisterdetektiv. Hier wieder ein Ensemblefilm. Auch interessante Wahl teilweise. Also ich muss jetzt sagen, vom schauspielerischen Niveau habe ich jetzt persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ist der Cast ein bisschen niedriger anzusiedeln als im ersten Teil. Da hatten wir ein paar bessere Charakterdarsteller, finde ich. Aber auch hier haben wir keine schlechten Leute. Also wir haben neben Daniel Craig in der Hauptrolle haben wir Edward Norton, Dave Bautista, Kate Hudson, Catherine Hahn.
Die anderen sind mir vom Namen her nicht geläufig gewesen. Auch die Gesichter kannte ich teilweise nicht. Wir hatten noch Janelle Monáe, Madeline Klein, Leslie Odom Jr. und Jessica Henwick. Wir haben noch in einem ganz kleinen Cameo Ethan Hawke dabei. Das ist aber wirklich nur ein paar Minuten. Dann in einem noch kleineren Cameo, obwohl, na, da möchte ich gar nichts zu sagen. Das ist eine schöne Überraschung vielleicht. Ja, auf jeden Fall die Hauptakteure habe ich gerade genannt. Worum geht's? Für alle, die es noch nicht gesehen haben, es gibt ein, ja, wie soll man es nennen? Ein, ich sag mal, ein Genie, ein Technikgenie, so eine Art Elon Musk, beziehungsweise, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, verdammt, ich habe einen Blackout. Wie heißt hier nochmal der ehemalige Apple? Steve Jobs. So. Steve, ja. Ja. Also Steve Jobs. Elon Musk, so die Richtung, oder auch hier Mr. Facebook, Mark Zuckerberg. Zuckerman. Zuckermann. So ein Amalgam aus diesen Leuten, also ein Typ, der halt durch Technik Billionär geworden ist, und der hat halt so eine Freundesschar, sage ich mal. Die erhalten alle, man sieht, also der Film fängt damit an, dass eine Gruppe von Leuten, die gerade anderen genannten Schauspieler, eine Kiste zugeschickt kriegen, die sie durch das Lösen verschiedener Rätsel öffnen müssen, und dann im Inneren finden sie eine Einladung. Sie werden alle auf die Insel, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo sie liegt, keine Ahnung, auf jeden Fall auf eine Insel, auf eine Privatinsel von diesem Multibillionär eingeladen für ein Wochenende oder eine Woche, ich weiß es nicht, ist auch wurscht. Und sie kennen sich also. Ne? Die Gruppe war früher mal befreundet, haben zusammen früher abgehangen in einer Bar, das erfahren wir dann in Rückblenden. Ja, und sie reisen dann an, und auch unser Hauptcharakter Benoit Blanc erhält so eine Box und taucht dann auch auf, wandert mit auf die Insel. Da eröffnet ihn der Millionär, Billionär, keine Ahnung, dass es quasi ein Mord aufzuklären gilt, und zwar seinen Mord, seine Ermordung. Er hat so ein Murder-Mystery-Ding geplant, und ja, lädt halt alle seine bekannten oder ehemaligen Freunde dazu ein. Unter anderem ist auch seine ehemalige Partnerin dabei, die er quasi ausgebotet hat. Da sind alle ein bisschen überrascht, dass sie mit dabei ist. Und ja, dann möchte ich eigentlich auch schon wieder, wie gerade, nicht zu viel verraten, was passiert. Ich überlege gerade, ja, nee, das ist auch schon zu viel gesagt. Ja, okay, ich sag mal, es bleibt im Großen und Ganzen dabei. Es gilt dann nachher, einen Mord aufzuklären, und Benoit Blanc muss natürlich das Rätsel lösen. Ich finde die Struktur des Films ganz interessant. Auch hier möchte ich jetzt nicht zu sehr verraten, aber genau wie bei Knives Out schon, da gab es ja auch, ja, Twist ist jetzt zu viel gesagt vielleicht, aber der Film macht so ein paar Wendungen, die man vielleicht nicht hat kommen sehen. Ist also von der Erzähltechnik finde ich den von der Struktur recht interessant. Das Setting ist super, die Ausstattung. Die Leute haben alle Spaß an dem Film. Das merkt man, das Ensemble funktioniert gut zusammen, auch wenn die Charaktere wieder sehr überzeichnet sind. Also mit einem realistischen Krimi hat das Ganze nichts zu tun. Das mochten einige nicht. Also der ist noch abgehobener als der erste. Und da kann ich verstehen, wenn man das nicht so gerne mag. Da kannst du ja vielleicht auch gleich mal dazu sagen, warum du den nicht so mochtest. Ich habe das Ganze einfach als großen Spaß gesehen. Also es ist wieder so eine Sache, vielleicht habe ich einfach Glück gehabt. An dem Abend hat mich der Film auf dem richtigen Fuß erwischt. Ich fand jetzt nicht alles nachvollziehbar oder geschickt aufgelöst nachher. Einiges fand ich auch ein bisschen übertrieben oder ja, zu unrealistisch, nicht passend, wie auch immer man es nennen mag. Da möchte ich jetzt aber, wie gesagt, nicht ins Detail gehen. Das kann ich jetzt nicht, ohne da zu spoilen. Im Großen und Ganzen ist es einfach ein unterhaltsamer, kurzweiliger Film gewesen, der mich immerhin über 2 Stunden, die er gedauert hat, gut unterhalten hat. Und das hat mir an der Stelle gereicht. Ich freue mich auf weitere Filme. Übrigens, Fun Fact, ich hoffe, dass es dazu kommt. Zwischendurch habe ich gerüchteweise gehört, dass sowohl, also jemand, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat einen Vorschlag gemacht, und angeblich sind sowohl Rian Johnson als auch Daniel Craig nicht abgeneigt gegenüber der Idee. Und zwar steht wohl im Raum, dass es vielleicht dazu kommt, dass in dem nächsten Knives Out-Film die Muppets eine Rolle spielen werden. Sven guckt gerade etwas befremdlich. Bitte. Also, nee.
Aber ich habe direkt, also ja gut, du kommst ja gleich dazu, warum dir der Film nicht gefallen hat, vielleicht spielt das ja in die Richtung, aber ich muss direkt sagen, ja, ich würde mich auch freuen, wenn es in eine bessere oder klassischere Krimi-Richtung gehen würde hier und da. Ich denke mal, da werden wir noch den einen oder anderen Film aus der Serie sehen, aber mir hat auch dieses etwas abgedrehtere hier gefallen und ich könnte mir unheimlich gut vorstellen, dass man vielleicht so im Setting der normalen Muppet-Show, wie man es von früher kennt, in diesem Theater, wo die Muppet-Show aufgezeichnet wird, da sind ja immer Stargäste zu Gast. Das heißt, man hätte schon eine gute Grundlage, warum vielleicht einige berühmte Leute da sind, vielleicht die sich dann auch sich selbst spielen könnten, fände ich einen schönen Kniff. Und dass dann einer von denen vielleicht ermordet wird. Und ich könnte mir direkt vorstellen, Benoit Blanc ermittelt und Gonzo möchte mitermitteln und wird so der unfreiwillige oder ungewollte Sidekick. Er mit Razzo vielleicht zusammen. Heißt er Razzo? Egal, die Ratte auf jeden Fall. Und da könnte ich mir eine super Krimi-Komödie vorstellen. Also da hätte ich nichts gegen persönlich. Aber ob es soweit kommt, werden wir sehen. Hat jetzt mit dem Film nicht zu viel zu tun. Ich möchte abkürzen, wie gesagt, Krimi-Spaß mit Betonung auf Spaß und geschickter oder ich sag mal interessanter Struktur und Kniffs finde ich nach wie vor trotzdem, auch wenn es jetzt alles nicht unbedingt super überzeugend und nachvollziehbar erscheint hier und da. Ja, aber Sven, dann kannst du uns ja auch deine Eindrücke des Films mal schildern. Ja, ich fand den super anstrengend. Von den Dialogen her, der will so hip sein mit den ganzen Schauspielern, die da rumlaufen, die dann am Anfang, wo die gezeigt wurden, keine Ahnung, auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen dann irgendwie rumhantieren. Und das einzig Gute, was ich fand, war, dass da ein bisschen die Corona-Thematik am Anfang zumindest ein Teil der Geschichte war, aber plötzlich war es dann auch wieder völlig egal. Und ja, also Daniel Craig fand ich jetzt noch okay, aber die anderen Schauspieler fand ich alle echt anstrengend und auch es animierte null zum Miträtseln. Das war ja die Auflösung nachher, die war sowieso, ich keine Ahnung, da war ich schon völlig abgehängt. Also Edward Norton fand ich auch ganz fürchterlich in seiner Rolle. Vielleicht sollte das ja auch so sein, keine Ahnung. Ich glaube, der sollte so, naja, auch hier möchte ich ja noch rechnen, aber egal, wie die Story jetzt ist, er ist auf jeden Fall kein Sympathieträger in dem Film, sage ich mal. Fand die Optik anstrengend auch. Also diese Insel mit diesem Konstrukt, also ich fand das echt gegenüber dem Haus vorher, das war sowas von anders, als ich mir das gewünscht hätte. Also keine Ahnung, also der Film, ich fand den echt, 2,5 Sterne habe ich nur, das war so Schock. Eher so, hab gedacht, boah, eigentlich fand ich den ja noch schlechter, aber kannst du ja jetzt nicht machen, alle finden ihn gut. Da habe ich, glaube ich, so, habe ich 2,5 vergeben, um nicht ganz aus der Reihe zu fallen. Nachher kam mir dann heraus, dass einige anderen den auch nicht so gut fanden. Ne? Und ja, ich sehe gerade hier, nur für alle, die Letterboxd nicht kennen, man sieht ja, wenn man hier so einen Film auf der Seite ist, sieht man Leute, denen man folgt, wie wenn die den auch geguckt haben, wie die den bewertet haben. Und da haben Sven und ich teilweise die gleichen Leute abonniert. Und ich sehe gerade zum Beispiel David Hein. Okay, das ist jetzt keine große Überraschung. Ja. Aber immerhin auch 2 Sterne. Tino Hahn nur 1 Stern. André Hecker 2,5. Ede hier, Etienne Gade 2,5. Dafür aber wieder André Bade 4 Sterne. Antje Wessels 4 Sterne. Daniel Schröckert 3 Sterne. Alvin 3,5 Sterne. Also ja, es ist gemischt. Der Film hat auch 3,7 vom Durchschnitt. Was aber auch noch gut ist. Also ich denke mal, es gibt die beiden Extreme, die wir jetzt bei uns beiden auch haben. Die einen finden ihn total gut, die anderen eher schlecht und man trifft sich so in der Mitte insgesamt im Schnitt. Also der erste hat ja noch irgendwie so ein bisschen den Charme in dem Haus gehabt, dass es so ein bisschen an die Agatha Christie-Verfilmung so ein bisschen erinnerte. Es war alles stilvoll gemacht und jetzt, keine Ahnung, das war alles auch so hip gedreht. Und muss cool aussehen. Also das hat mich nicht abgeholt.
Ja, also wie gesagt, ich hätte auch nichts dagegen, wenn es wieder in diese Richtung gehen würde. Ich kann mir vorstellen, dass aber vielleicht Ryan Johnson oder überhaupt die Macher sich gedacht haben, wir können jetzt nicht quasi das Gleiche nochmal in Grün machen, dass sie sich ein bisschen von dem ersten Nee. abgrenzen wollten. Ich kenne noch ein Ja. unverbrauchtes Setting im Zug. Ja. Oder auf dem Schiff. Genau, das wäre noch nie da. Irgendwie auf dem Nee, Nil wie oder auf so, das wäre eine Nil. gute Idee. Ja, Ja, da habe ich genau. auch gerade dran gedacht. Das wäre doch toll. Ja. Also ich sag mal so, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, vielleicht sogar, dass man dann, ne, keine Ahnung, dann macht man einen Zug, der den Nil lang fährt oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Also, aber ja, wie gesagt, ich glaube, dass sie sich einfach etwas stärker davon abgrenzen wollten, damit es nicht wieder wieder ein altes Herrenhaus oder so ist. Vielleicht geht es dann im nächsten Teil wieder eher in die Richtung. Lassen wir uns überraschen. Ich bin auf jeden Fall optimistisch, dass es mir gefallen wird, weil mir haben ja beide Ausrichtungen gefallen und ob es jetzt wieder ernster und klassischer wird oder wieder ein bisschen abgedrehter. Aber ich glaube, dass sie wieder versuchen werden, irgendwie ein bisschen was anders zu machen. Entweder ist es dann wieder das vom ersten oder ist es ist wieder was ganz anderes. Vielleicht geht es auch nochmal on top. Deshalb würden die Muppets da auch zupassen, dass es nochmal gesteigert wird. Dann bist du wahrscheinlich raus. Auf der anderen Seite gibt es dann vielleicht Fans der Muppets, die dem dann wieder was abgewinnen könnten, vielleicht. Wir werden abwarten müssen. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber ich hatte mit beiden meinen Spaß, halt nur in jeweils, ja. Eine Ja. andere Art von Spaß, sage ich mal. Mhm. Wobei auch beim ersten gibt es ja Leute, die den überhaupt nicht gut fanden, ne? Und irgendwie möchte gern schlau und hast du nicht gesehen, dass sie sich so schlau vorkommen, die Macher, und eigentlich ist die Story total bescheuert, bla bla bla. Ja, auch da fand ich zum Beispiel die Auflösung, den letzten Kniff dann auch so, das hat mir also vorher, die ersten zwei Drittel haben mir da auch besser gefallen, muss ich sagen, als das Ende beim ersten Film. Aber insgesamt haben die beiden Filme mir unheimlich Spaß gemacht, gerade auch wegen Daniel Craig in seiner Rolle. Und solange es dabei bleibt, und das wird es ja, denke ich mal, freue ich mich auf weitere Teile. Ja. Ja, ich würde mir auch einen dritten Teil angucken, selbst mit den Muppets, aber ich finde, das ist, dann verkommt das Ganze ja echt nur noch zu so einer Klamotte, finde ich. Ich mag die Muppets auch gerne, aber muss es damit vermischt werden? Naja. Ja, vielleicht, ich meine, du könntest ja auch ganz einfach machen, dass es am Ende Benoit Blanc hat irgendwas Komisches gegessen und hat einen Fiebertraum mit den Muppets. Und ne, am Ja. Ende war es gar nicht wirklich. Könnte ja Dann auch sein, mit dass. Miss Piggy geschlafen oder so. So. Oder Gut, Kermit. dann wäre ich wieder dabei. Ja, eine Dreiecksgeschichte mit Kermit Ja. und Miss Benoit Blanc. Ja. Ja. Keine Ahnung. Eifersuchtsdrama und ja. Wer weiß, also ich lasse mich überraschen, wie gesagt, vielleicht machen sie auch erst wieder einen klassischeren Film und danach dann den mit den Muppets oder was ähnliches, dass es so ein bisschen immer im Wechsel ist. Keine Ahnung, ne? Lassen wir uns halt überraschen. Aber ich denke mal, das war dann genug zu Glass Onion. Wahrscheinlich haben die meisten, die ihn interessant finden, eh schon gesehen. Und da haben wir uns jetzt verhältnismäßig lange mit aufgehalten. Dann mach du vielleicht noch mal deinen nächsten. Oder ja gut, theoretisch sind wir eigentlich, wenn wir unsere ursprünglichen oder bisherigen Herangehensweise treu bleiben würden, wären wir eigentlich schon durch, weil wir haben, glaube ich, immer nur drei Filme pro Nase gehabt. Aber du kannst vielleicht gerne, weil wir jetzt länger nicht da waren, würde ich jetzt spontan vorschlagen, nehmen wir doch jeder noch einen dazu, wenn du jetzt noch einen hast, spontan. Können wir auch Spontan ein bisschen kürzer hab ich halten. jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich hatte mir diese drei Filme halt auch rausgesucht, weil die wahrscheinlich von den meisten eher noch nicht geguckt waren und über so Sachen wie Avatar 2, den ich ja ganz gut fand, wollte ich jetzt auch nicht unbedingt sprechen, weil jeder, der Avatar 2 gucken will, wird den wahrscheinlich schon geguckt haben oder auf jeden Fall noch vorhaben. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für Terrifier 2, den hatte ich auch geguckt und fand ich auch ziemlich gut, sehr gut. Und ja, von daher über diese Art Filme wollte ich eigentlich nicht unbedingt gesprochen haben. Also du kannst gerne noch einen nennen, falls dir jetzt noch einer einfällt, Ja, spontan, über den du ich hatte noch sprechen willst. ein Ja. oder zwei Wackelkandidaten, dann würde ich die vielleicht beide Ja. reinnehmen, weil das nämlich quasi zwei Filme einer Reihe sind. Die kann ich zusammen mit abfrühstücken, weil ich da auch nicht zu sehr ins Detail gehen möchte und kann. Das wird auch zu kompliziert. Ich habe erstmalig die ersten beiden Teile der inzwischen Trilogie geguckt von OSS 117.
mit Jean Dujardin. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ich habe jetzt Nee. gerade nicht geguckt. Also dann möchte ich dir die sehr stark und allen, die zuhören, ans Herz legen. Ich hatte denen jetzt nur, in Anführungszeichen, nur 3,5 Sterne gegeben, weil die waren nicht, also sie waren auf jeden Fall beide gut und unterhaltsam. Kleinigkeiten hier und da haben mich dann doch gestört oder haben es etwas nicht rund gemacht für mich, aber im Großen und Ganzen finde ich die sehr unterhaltsam und gut gemacht. Vielleicht mal ganz kurz: USS 117 ist, ja, platt gesagt, eine James-Bond-Parodie. Basiert aber tatsächlich auf einer Romanserie, die ein Franzose, dessen Namen, entschuldigt bitte, ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm habe, ich glaube, seit den 40er Jahren schon geschrieben hat, so um den Dreh. Von dem hat er auch, also es ist eine ernst gemeinte Agentenserie, also Agenten-Thriller, quasi genauso wie James Bond. Und von denen hat der 88 Romane geschrieben, wenn ich das so grob auf jeden Fall. Ich meine 88. Als er dann gestorben ist, hat seine Frau nochmal, ich glaube, 130 ungefähr Romane aus dieser Serie geschrieben und dann wiederum seine Kinder auch nochmal 22 oder so. Also es ist eine sehr lange Serie, eine traditionsreiche Serie in Frankreich. Und die wurde dann halt verfilmt, 2000, was war es, 2009 und 2000, nee, 2006 und 2009 mit Jean Dujardin, allerdings eher als Komödie. Also wie gesagt, eine Parodie auf Bond dann eher in den Film. Nicht ganz nackte Kanone-Niveau, aber also nicht ganz so übertrieben, aber auch weit davon entfernt, ernst zu sein. Aber was ich daran so schön finde, ist der Humor und die Hommage an James Bond oder an Filme aus der jeweiligen Zeit. Also der erste Film heißt im Deutschen Der Spion, der sich liebte. Die Fortsetzung hieß dann, er selbst ist sich genug. Und dann kam jetzt sogar, also wie gesagt, 2006, 2009, dann kam 2019 jetzt nochmal ein dritter Teil. Ich glaube, der hieß Liebesgrüße aus Afrika. Den habe ich noch nicht gesehen. Ich hatte mir jetzt die beiden ersten Teile geliehen und direkt hintereinander geguckt. Und ja, fand die, wie gesagt, super. Jean Dujardin macht eine super Rolle als Geheimagent. So richtig, er ist auf jeden Fall, muss man dazu sagen, er ist ein Unsympath eigentlich, so halb. Er ist, wie soll man sagen? Also er ist eigentlich ein Chauvinistenschwein. Er ist rassistisch, aber auch jetzt, er meint es nicht böse. Das ist, also man kann es sehr schwer umschreiben. Man muss es sehen. Also ich sag mal, in dem zweiten Teil gibt es zum Beispiel, das beschreibt es ganz gut, wird er von zwei Agenten des Mossad, also des israelischen Geheimdienstes, entführt, die ihn dann irgendwie überreden wollen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und schlagen dann vor, dass sie am nächsten Tag auf eine gemeinsame Mission gehen und irgendjemanden, ja, keine Ahnung, einsammeln wollen, sagen wir mal, oder beschatten wollen. Und er meint dann nur, ja, aber meinen Sie, dass das gut ist, wenn Sie da mitkommen? Sie werden doch direkt erkannt. Und die beiden gucken ihn nur an, wieso? Ja, die Nasen. Ne? Also sowas. Er meint es nicht böse. Entschuldigt sich dann auch dauernd, aber tappt vom einen Fettnäpfchen ins andere. Und das Ganze ist halt filmisch auch sehr schön umgesetzt. Also der erste Film wirkt tatsächlich wie so einer der ersten James Bond mit Sean Connery. Auch da gibt es schöne Hommagen. Ich sage, man kennt das ja. James Bond steigt irgendwie aus dem Flieger und am Flughafen siehst du dann irgendeine Person in so einer Telefonzelle. Er ist gelandet. Er ist gelandet, sowas. Und da, genau das hast du da auch, nur dass sie daraus einen Running Gag machen, dass egal wo der ist, dass immer dieser Typ irgendwo an einem Telefon steht und Meldung gibt, was er gerade macht und die Person auf der anderen Seite schon gar nicht mehr will. Ich habe doch gesagt, das interessiert mich nicht, lass den jetzt in Ruhe. Also sowas. Und filmisch, wie gesagt, von der Ausstattung super. Spielt also der erste spielt in den 50er Jahren, der zweite dann in den 60ern und dann wird auch filmisch. Werden so Kniffe, die damals so üblich waren, genommen. Im zweiten Teil hast du dann sehr viele dieser, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wenn mehrere Bilder so aneinander gehen, also dass der Bildschirm sich durch Linien teilt. Und dann Ja. hast du in dem einen, siehst du, wie jemand ein Telefon, wie jemand wählt, und dann in einem anderen Bild geht jemand ran. Das hast du nachher dann so hochgetrieben, dass du auf einmal 40 kleine Bilder mit 40 Telefonen irgendwie im Bild hast. Insgesamt also einfach eine sehr schöne Hommage an das Genre und an die Filme der Zeit. Ich bin schon auf den dritten Teil gespannt. Und ja, der Humor funktioniert größtenteils. Muss dazu sagen, ich habe das Ganze mal wieder im Original geguckt, französisch mit Untertiteln.
Ich finde allein schon den Namen von ihm. Ne? Also OSS 117 ist seine Agentenkennung. Eigentlich heißt er Hubert Bonisseur de la Bath, was ich schon ein super Name finde. Und jetzt habe ich den Faden verloren tatsächlich. Also man merkt, ich bin sehr angetan von der Reihe. Ich werde mir die Trilogie auch zulegen, weil ich mir die vorstellen kann, die auf jeden Fall noch mal zu gucken, weil ich die so mit so viel Liebe gemacht finde. Und er ist also einfach wirklich super in der Rolle, wenn er lacht und hat dieses strahlende, also ich weiß gar nicht, wie viele Zähne man im Mund haben kann, so ungefähr. Es ist ja teilweise over the top, wie gesagt, und das wollte ich sagen. Einige Gags zünden dann auch nicht. Es gibt dann eine Szene, wo in einer Hühnerzuchtanlage ist und dann wird er auf einmal überfallen und dann bewerfen die sich mit Hühnern und halten dann die Hühner ins Gesicht. Ah, also so ähnlich wie das Kissen in den Jagd der Kanone, wer es kennt. Das ist dann schon so ein bisschen, okay, jetzt ein bisschen platt, aber andere Sachen sind ein bisschen subtiler oder schöne Anspielungen auf normale Agentenfilme. Und deshalb kann ich nur die Freunden von Bond-Filmen oder aus Filmen der Zeit auf jeden Fall ans Herz legen. Guckt mal rein, wenn ihr es irgendwo seht zum Streaming. Ich hatte die jetzt beide geliehen für 99 Cent. Aber auf DVD oder so kosten die auch nicht viel oder auf Blu-ray. Also ich glaube, die kriegst du für keine Ahnung, 3 bis 8 Euro, würde ich sagen, im Schnitt kann man die kaufen. Die Box vielleicht mit allen drei noch günstiger. Ich halte auf jeden Fall die Augen offen. Ich werde mir die auf jeden Fall nochmal angucken und in die Filmsammlung holen. Haben Spaß gemacht. Ich freue mich auf den dritten Teil und das soll es gewesen sein. So, ich wollte nicht zu sehr ins Detail gehen. Ja. Ja, also ich werd da auf jeden Fall auch mal reingucken. Es hört sich auf jeden Fall interessant an. Jean Dujardin fand ich ja sowieso ganz cool. Der hat ja auch diesen Wildleder Jackentypen gespielt, ne? War das nicht so? Ja, Deerskin oder Monsieur Killer Style. Ja. Was wir an der Stelle auch nochmal empfehlen. Den fand ich ein bisschen schwieriger. Der hat nicht über große Strecken nicht so gezündet, weil er ein bisschen, also er ist nicht lang, aber er hatte sich dann doch ein bisschen lang gestreckt angefühlt hier und da. Aber da geht's für alle, die ein bisschen obskurere Filme mögen, da geht's um einen Typen, der schon in der Krise steckt, aber dann eine Wildlederjacke aus Hirschleder findet in einem Laden, quasi sein letztes Geld dafür zusammenkratzt, um sich diese Jacke zu kaufen. Und dann ist es so, dass er die Jacke so geil findet, dass er der einzige Mann auf der Welt sein will mit so einer geilen Jacke. Und die Jacke dann auch, man hört es nicht, aber in seinen Gedanken quasi mit ihm kommuniziert. Und die Jacke will die einzige Jacke auf der Welt sein, was dann zur Folge hat, dass er rumgeht, Leute umbringt und ihre Jacken verbrennt. Ja. Also das ist so grob die Handlung von diesem Film. Guter Schauspieler, auf jeden Fall guter Typ. Und ich finde für diese Rolle also Idealbesetzung. Also besser geht's eigentlich nicht. Also jetzt hier bei OSS 117 auf jeden Fall. Mhm. Ja. Und bevor wir jetzt zu unseren Zufallsfilmen vom letzten Mal kommen, fällt mir gerade ein, wo wir gerade bei obskuren Filmen sind, auch Richtung mit dieser Jacke. Du hattest gesagt, ein Film würde dich noch interessieren, den ich geguckt hatte. Ja. Du sagst ja, Slacks. Slacks, genau. Die Wildleder-Jeans, hätte ich fast gesagt. Die Jeans. Die Jeans. Das kann ich nämlich ganz kurz abhaken. Auch den habe ich nur geliehen, weil ihr wisst es vielleicht inzwischen, wenn ihr ein paar Folgen gehört habt, ich mag halt abgedrehte Ideen bei Filmen teilweise und bei Slacks. Das ist eine Horrorkomödie und da geht es darum, dass eine Jeanshose besessen ist und Leute umbringt. Und zwar in einem Modegeschäft, das ist so ein Store von so einer total hippen Marke, wo die Angestellten alle quasi den Firmengründer fast religiös verehren. Und da kommt halt die neue Kollektion raus und wir begleiten so eine junge Dame, die da quasi ihren ersten Tag hat. Die ist halt überglücklich, dass sie in dieser Firma arbeiten kann. Das ist ihr Lebenstraum, ne? wie bei vielen jungen Leuten dann bei so einem hippen Unternehmen zu arbeiten. Merkt dann schnell, dass aber alles nicht Gold ist, was glänzt, dass es da hinter den Kulissen nicht alles so toll zugeht. Das ist aber auch nur Nebenhandlung, wie gesagt. Es geht eigentlich darum, dass dann eine dieser Hosen, die da quasi in der Nacht, also es gibt dann so eine Mitternachtspremiere ist geplant, dass dann der Laden aufmacht und dann die neue Kollektion präsentiert wird. Und dazu gehört dann unter anderem diese tolle Jeanshose. Und eine dieser Jeanshosen ist halt besessen. Das kann ich auch ruhig spoilern, weil das ist total wurscht. Das sieht man direkt am Anfang, glaube ich, des Films. Man sieht dann ein indisches kleines Mädchen auf einer Baumwollplantage, die dann in die Baumwollhäckselmaschine fällt. Und
Deren Geist hat dann quasi diese Hose befallen. Und sie will sich dann für ihren Tod rächen und bringt die ganzen Angestellten in diesem Laden nach und nach um. Und das ist es auch schon. Also der Film geht nur 77 Minuten. Ich muss sagen, ich habe ihm dann nachher nur 2 Sterne gegeben, weil er ist auf jeden Fall abgedreht und auch hier und da unterhaltsam. Aber im Großen und Ganzen fühlt er sich dann doch teilweise ein bisschen zu lang an, obwohl er nur 77 Minuten geht. Und ja, kann jetzt auch nicht auf ganzer Linie überzeugen. Also dafür ist es dann nicht spannend genug und nicht lustig genug. Es ist alles so ein bisschen von beidem etwas, so lala, ne, typische Kills, ja, die sind hier und da kreativ, da hast du noch eine indische Tanzeinlage à la Bollywood mit der beseelten Hose, aber im Großen und Ganzen, ja, muss man den nicht gucken, also ich habe ihn für 99 Cent, glaube ich, geliehen, aber ich sag mal so, wenn er umsonst ist, könnt ihr vielleicht mal reingucken, ob das was für euch ist, also ich fand jetzt, war nicht so der große Wurf, kann man mal machen, aber würde ich jetzt nicht sagen, dass man den gucken muss und ja, das war es auch schon dazu. Ja, muss ich mal gucken, ob ich mir den mal gebe. Ja, wie gesagt, wenn er umsonst ist, guck mal rein. Ich habe mich jetzt auch nicht so geärgert, dass ich 99 Cent ausgegeben habe, aber rückblickend hätte ich jetzt auch ruhig noch warten können, bis er dann wirklich mal irgendwo umsonst ist, weil so toll war er dann leider nicht, wie es sich angehört hat. Mhm. Ja. Naja, aber nur, weil du da vorher gefragt hast. Dann würde ich sagen, jetzt habe ich ja über mehrere Filme hintereinander gesprochen, dann würde ich sagen, fang du doch mal mit einem unserer beiden zuletzt ermittelten Zufallsfilmen an. Und wie immer darfst du dir aussuchen, welcher. Und ich weiß auch schon, welchen du nimmst, glaube ich, aber mach mal. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich überrasche dich wieder. Okay, dann weiß ich jetzt, welchen du nimmst. Okay, und ich würde den türkischen Film nehmen. Okay. Hast du das gedacht oder nicht? Nee, ich habe gedacht, du, naja, ich möchte nicht vorweggreifen. Ich habe gedacht, du nimmst den anderen. Gerade weil du vorhin noch hier The Novice genommen hast, habe ich gedacht, naja, das passt ja jetzt gut. Dann wird er wahrscheinlich nachher Chariots of Fire nehmen. Aber nee, dann erzähl mal. Bin ich tatsächlich, muss ich gestehen, auch ein bisschen erleichtert, dass ich nicht den zusammenfassen muss. Okay, dann sind wir ja beide erleichtert, weil kann ich dir ja nachher erklären, warum ich bei Chariots of Fire meine Probleme gehabt hätte. Okay. Also, sorry, ganz kurz nochmal für alle, die es nicht wissen. Wir haben den Film gelockt bei Letterboxd, wir wissen aber immer noch nicht, wir haben ihn nicht bewertet, wir wissen also nicht, wie der andere die beiden Filme fand. Das heißt, kann es sein, dass der Sven jetzt eine ganz andere Meinung zu dem Film hat, nur mal so vorweg. Ja. Deshalb, ne, ich bin gespannt auf jeden Fall bei beiden Filmen, was du sagst. Ja, genau. Also der Film, über den ich rede, ist The Way We Are, ein türkischer Film von 2020. Den Originaltitel erspare ich euch jetzt, kann ich nicht aussprechen. Und schon beim Regisseur wird es schwierig. Chana Özyurtlu, würde ich mal tippen. So in der Richtung müsste er ausgesprochen werden. Und bei den Schauspielern wird es auch schwierig. Ich habe dann mich mal durchgeklickt. Also das Einzige, was ich da finden konnte, dass eine Schauspielerin Berak Tuzu, hast du nicht gesehen? Weiß ich nicht. Die hat die auf jeden Fall bei Nick Chiller Off Duty mitgespielt. Das fand ich zumindest. Das habe ich auch gesehen. Fand ich auch witzig. Zumal ich den nicht gesehen habe. Also, ja, ich auch nicht, aber irgendwie fand ich die Querverbindung interessant. Ja, übrigens hat sie kann kein Deutsch. Sie hat quasi ihren Text für den Film anhand von Tonaufnahmen auswendig gelernt. Das hast du auch noch recherchiert. Nicht schlecht. Ja. Ja, lustig. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ist das im Grunde genommen eine überlange Soap-Opera-Folge, die 2 Stunden geht, 121 Minuten. Da geht es um Folgendes. Am Anfang sehen wir eine ältere Dame, die am Kochen ist und umfällt, weil sie, keine Ahnung, Schwächeanfall oder was ich hat. Daraufhin werden, und da fängt schon mal bei dem Film die erste Schwierigkeit an, ich habe irgendwie nie richtig verstanden, sind das alles ihre Kinder oder sind das, ich glaube, es waren noch andere Personen. Also es werden mehrere Personen angerufen, dass es dieser älteren Dame nicht gut ging und sie doch vielleicht vorbeikommen können oder sollen. Und daraufhin kommen 7 oder 8 jüngere Menschen zwischen 20 und 30, würde ich sagen, fahren, ich glaube, ich habe mal geguckt, es soll in der Nähe von Izmir sein, am Meer, fahren dahin in diese Villa dieser älteren Dame und stellen dann fest, also die kennen sich alle von früher und wie gesagt, manche sind wohl Geschwister, also die Töchter und Söhne dieser Frau,
Manche sind aber irgendwie. Entschuldigung, ja? ich hake direkt ein, Enkel. Enkel. Die rufen sie ja nachher, ihre Eltern rufen sie ja quasi an, die sind gerade im Urlaub, deshalb kommen die nicht. Die sind ja, auf einer Kreuzfahrt oder so. Doch, du hast recht, ja, genau. Also einmal ein Typ und seine Schwester, das sind die Enkel quasi und die anderen sind, soweit ich es verstanden habe, nur Freunde aus der Gegend und die haben früher als Clique irgendwie zusammen abgehangen. Ja. Wobei ich immer noch nicht weiß, wer Emra ist, weil ja, der passt vom Alter da nicht da rein, aber keine Ahnung. Genau, und irgendwo war auch der Fall mal, dass davon geredet wurde, dass irgendjemand, ich meine Tante oder so, zu ihr gesagt hatte. Ja, wobei auch das habe ich mir teilweise so erklärt, dass das natürlich, wenn du eine ältere Bezugsperson hast, so als Kind, dass die dann halt, auch wenn die nicht Familie ist, die wird dann Tante sowieso genannt. Also es sind wahrscheinlich auch tatsächlich Neffen von ihr, vielleicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber vielleicht nennen die auch die nur Tante, keine Ahnung, oder ist es die Großtante oder was weiß ich. Es ist auch völlig Latte für den Film, also die fahren dann dahin. Richtig. Und haben sich zum Teil auch längere Zeit nicht gesehen und teilweise freuen sie sich, dass sie sich dann wiedersehen, stellen auch fest, dass die ältere Dame wohlauf ist, so wie man in dem Alter halt wohlauf sein kann. Und die verbringen dann halt eine gewisse Zeit, keine Ahnung, ein paar Tage dort. Und dann gibt es aber so ein bisschen Stress, also so ein typischer Soap-Opera-Stress. Also zum Beispiel ist da ein Mann mit seiner Freundin. Der Mann hatte aber schon mal eine unerfüllte Liebe, würde ich das mal sagen, mit einer anderen, und zwar mit dieser Emre, die bei Nick Chiller gespielt hat. Und das kocht dann jetzt wieder auf. Erst so ein bisschen, was ich lieb, das neckt sich mäßig. Ne? Ist das irgendwann noch alles so gespielt, aber es ist halt echt ganz, ganz billig gemacht. Keine Ahnung. Dann passiert ein Unfall, dann rettet er sie quasi und ja, und dann sind sie doch irgendwie verliebt, bla bla bla. Solche Probleme sind dann da und da wird, also im Film passiert tatsächlich irgendwie nicht besonders viel. Manche dieser 7 oder 8 Personen, die da hinfahren, die haben auch fast gar keine Bedeutung. Die hüpfen ab und zu mal durchs Bild. Völlig uninteressant. Und irgendwann hatte man auch die Gelegenheit, aus dem Film auszusteigen, aber dann hat immer einer noch gerufen, du, ich habe noch eine Idee. Wir lassen jetzt die Person sterben. Okay, das hört sich gut an. Das ist Drama, das nehmen wir mit rein. Dann kommt der nächste, lass uns die auch noch sterben lassen. Okay, lassen wir die auch noch sterben. Und ganz ehrlich, habe ich zum Schluss überhaupt nicht verstanden, warum sich das Ganze dann so, also warum das überhaupt The Way We Are heißt. Also, so sind wir. Das kann ich hier sagen. Das kommt ziemlich am Ende des Films, wenn sie da an der Terrasse am Pool sitzen, reden darüber, was jetzt so die letzte Zeit passiert ist. Und dann sagt eine der, ich glaube, Schwestern, sagt dann halt, das ist the way we are. Ne? Also so sind wir halt. Und darum heißt der Film so. Okay, ich habe es auch mit deutschen Untertiteln geguckt. Also mir erschließt sich das halt auch nicht. Ja. Mir erschließt sich das Ganze halt auch nicht aus dem, was man da halt gesehen hat in den 2 Stunden. Also zwischendurch muss ich sagen, so nach der Hälfte habe ich noch so gedacht, naja, gut, der Film ist halt nicht für mich gemacht. Und okay, die Leute waren so halbwegs sympathisch sogar mal phasenweise. Aber wie gesagt, zum Schluss kriegt der Film überhaupt keinen Abgang. Das Ende fand ich total bescheuert, warum sich das dann alles wieder so fügt und alles tutti ist. Und also den Film, keine Ahnung, braucht keiner gucken. Der ist auch, also es hat auch nichts mit türkischen Filmen zu tun. Aber der Film, der hat halt nichts zu bieten, also nichts Interessantes. Also das einzig Gute, was ich sagen kann, ist vielleicht noch der Song beim Abspannen, den fand ich gut. Und das Bild war meiste Zeit relativ hell, das hat mir auch gefallen. Ja. Also, ja, die Sonne schien, ne? War ein bisschen windig ab und zu. Das hat mir gefallen. Es hatte so ein bisschen Sommer-Style. Die Villa sah nicht schlecht aus. Aber ansonsten, also, ach, die fällt mir gerade noch ein. Die Geschichte mit der Oma, mit diesem Lover. Ey, wie bescheuert war das denn noch? Also,
Irgendwie findet die eine irgendwie Bilder irgendwann mal in der Schublade von so einem Mann und dann denken die irgendwie, das wäre so ein Lover von der Oma gewesen und versuchen ihren Gefallen zu tun, den ausfindig zu machen und engagieren dann irgendeinen Typen von der Straße oder so, ne? War das? Spoiler! Ja, ist doch scheißegal. Also wirklich, auf einmal kommt da so ein Typ an und die denken so, die Omi, die merkt das nicht. Also solche Geschichten sind im Film. Also wenn das interessiert, bitteschön. Und was würdest du Also abschließend für eine Wertung geben? 1 von 5. Okay. Also wirklich, also das war schon schmerzhaft. Ja. Okay, ja. Ja, und wie fandest du Jetzt den so? überrasche ich dich mal. Für mich ist das eine glatte 4 von 5. Nein, kleiner Witz. Nee, aber ich muss sagen, vorweg, ich stimme mit allem, was Sven gesagt hat, größtenteils überein. Ich habe das war tatsächlich wieder einer der Filme, ich habe nicht geschafft, den am Stück zu gucken. Ich habe den auf 2 Abende verteilt. Ach, guck mal Beziehungsweise an. nicht auf 2. Ne, ich hab den am Abend angefangen. 2 Abende ist falsch. Ich habe den abends angefangen, habe eine Stunde geschafft, war dann aber zu müde und dafür passiert in dem Film wirklich nicht viel. Außerdem ist es ein bisschen anstrengend, weil die alle sehr schnell reden. Und der Film ist übrigens auf Netflix verfügbar in Türkisch. Es gibt nur türkischen Ton mit Untertiteln. Ich habe ihn allerdings mit englischen Untertiteln geguckt, weil, das nur als kleiner Funfact, wenn ich so einen ausländischen Film in einer anderen Sprache gucke, nehme ich meistens dann trotzdem den englischen Untertitel, damit dieser exotische Touch verstärkt wird. Lese ich dann die englischen Untertitel normalerweise. Das hat auch hier ganz gut funktioniert, eigentlich nur halt, dass sie wirklich sehr schnell reden, dass es etwas anstrengend war für mich teilweise, dem dann zu folgen, weil man ja auch immer hingucken muss die ganze Zeit. Es war ein bisschen spät. Ich war einfach zu müde, glaube ich. Und der Film hat, wie gesagt, nicht so viel Handlung, dass es einen jetzt hier groß bei der Stange hält. Also er hätte auf jeden Fall locker eine halbe Stunde kürzer sein können. Das hätte dem, glaube ich, gut getan. Insgesamt muss ich allerdings sagen, fand ich ihn dann gar nicht so katastrophal schlecht, wie ich befürchtet hatte, weil aber aus den gleichen Gründen, die du schon gesagt hast. Also erstmal fand ich den von den Bildern her super, weil der ist wirklich sehr gut ausgestattet. Okay, eigentlich ist es halt hauptsächlich Landschaft und wie du schon sagtest, diese Villa. Also das ist ja wohl echt eine Traumvilla, in der die ältere Dame da lebt. Es ist total sonnig, also bei dem. Da habe ich tatsächlich gedacht, boah, an diesem Ort würde ich tatsächlich gerne Urlaub machen, wenn es jetzt nicht in der Türkei wäre. Das ist so ein, ja, da bin ich so ein bisschen ambivalent. Also ich mag oft die Bilder, die ich da sehe, aber ich habe halt wegen dem politischen System habe ich keine Lust, in die Türkei zu fahren. Das ist schade, aber es hätte auch theoretisch, wenn du jetzt nur diese Villa von oben siehst, erst habe ich gedacht, wie wohnt die jetzt in Spanien oder sowas? Weil, also. Ja. Sonnig, super Wetter, super schöne Landschaft, tolle Villa, toller Pool. Aber Ja. gut, das nur dann, wie gesagt, die Leute, die Besetzung, die sind alle okay. Also es sticht jetzt keiner mit, wer weiß, wie tollen schauspielerischen Fähigkeiten hervor, finde ich. Ich finde die Figuren, wie du schon sagtest, hier und da auch mal sympathisch. Viele bleiben aber auch blass im Großen und Ganzen. Ich fand zum Beispiel Emre, erstmal ist natürlich eine hübsche Frau, muss man jetzt auch mal sagen, die ist auch Model gewesen. Die ist auch etwas tollpatschig, da hat man direkt noch ein bisschen Comedy-Elemente. Direkt am Anfang, wenn sie diesen Anruf kriegt, sie arbeitet in Ja. einem Café, Oh. dann fällt sie erstmal durch die Glasscheibe. Das ist auch schon wieder ein bisschen over the top. Also, ich fand übrigens, so zwischendurch habe ich gedacht, die erinnert mich ein bisschen an Rachel aus Friends. Ich habe nicht viel Friends geguckt, aber so ein bisschen der Typ hat ganz gut gepasst. Aber die Handlung war dann für mich auch zu platt und ja. Ich weiß nicht, und wie du schon sagst, was da so alles passiert, dann diese Nummer mit diesem Freund, da habe ich mir auch den Kopf gefasst. Wie kann man auf diese bescheuerte Idee kommen, dass sie denken, dass sie nicht erkennt, dass das nicht der Typ von früher ist. Ja. Auch jetzt, wo wir eh schon im Spoiler-Bereich waren, Spoiler, sie fällt natürlich nicht drauf rein, sondern verarscht sogar noch ihre Enkel, was weiß ich, was für Leute das da alles sind. Und ja, dreht den Spieß quasi um, aber das ist auch innerhalb von 5 Minuten ist die ganze Nummer abgefrühstückt. Also, und diese,
Also ich sag mal, The Way We Are könnte man vielleicht auch noch, habe ich noch ein bisschen so interpretiert, dass das quasi, dass die Leute sich auch nicht groß ändern, weil, und das fand ich wiederum gut, der Film ja gar nicht so ausgeht, wie man vielleicht meinen mag. Also der nimmt jetzt nicht alle Klischees mit, weil, Spoiler, für alle, die es vielleicht trotzdem gucken möchten, weil Emre und ich weiß nicht, wer heißt, Gökçe. Ja. Keine Ahnung, wie man ihn aufspricht, die kommen halt nicht am Ende zusammen. Das fand ich zum Beispiel gut. Dann hat sie ja am Ende einfach einen anderen Typen. Ja. Ist halt dann halt so. Ja. Aber okay, was ich dann auch gut fand, wieder Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ich fand zum Beispiel super, als man, die hauen dann da irgendwann ab, dann hat man einen Cut, dann kommt eine Einblendung ein Jahr später und dann kriegen sie auf einmal alle wieder einen Anruf von der Haushälterin, von ihrer Oma oder was weiß ich. Also man sieht im Display den Namen dieser Haushälterin und alle gucken total geschockt am Telefon und du denkst, okay, jetzt ist die alte Frau halt gestorben. Aber dann war sie gar nicht tot, sondern die Haushälterin ist gestorben. Das fand ich dann auch wieder lustig. Ja, aber, ich dachte, ah, guck mal. Ja, aber hallo, ja. Also das zum Beispiel, ne? Gut, ja. Das, jetzt reden wir eh schon über den ganzen Film. Die Haushälterin hat doch vorher so gut wie keine Rolle in dem Film gespielt. Naja, also sie tauchte schon hier und da zwischendurch auf, ne? Ja, also, aber ich will das nur sagen. Wobei übrigens, das habe ich auch nicht verstanden. Was hat die gesprochen? Die hat doch auch Türkisch gesprochen, aber keiner hat sie verstanden, außer der Oma. Ja. Die hat doch nicht die hat doch nicht Chinesisch oder so gesprochen. Keine emotionale Bindung zu der gehabt. Oder nein, so. Da war das, völlig, das völlig nicht. Latte. Ich habe gedacht, jetzt ist die tot, ja und? Also, ne, also ja. Das sage ich ja dann. Da hat irgendeiner sich gemeldet, komm, die lassen wir jetzt auch noch sterben, ist ein riesen Brüller. Und dann können wir dann nochmal, ich habe noch 10 Meter Filmrolle über, der drehen wir auch noch ab. Ja. Also, ja, und dann Spoiler, aber kurz darauf ja. Hat es den Einschein, dass die alte Dame dann doch wieder gesundheitlich ganz, ganz gut dabei ist. Sie steigt sogar noch in den Pool, um dann 5 Minuten später dann doch gestorben zu sein. Ja. Wobei ich muss gestehen, ich hatte tatsächlich ein kleines Tränchen im Auge, weil als sie das dann erfahren, weil wenn Emre soll ihr was zu trinken bringen, nee, Emra soll ihr was zu trinken bringen, kommt dann auf einmal zurück und steht da und guckt und alle fangen an zu weinen. Das fand ich dann doch ein bisschen ergreifend, aber das reicht natürlich nicht, um den Film jetzt, wer weiß, wie toll zu finden. Ja, also im Großen und Ganzen, ich kürze das auch mal ab, weil wir haben jetzt auch schon wieder lange drüber gesprochen, für mich... Ich schwanke noch tatsächlich. Ich bin bei 1,5 Sternen, weil insgesamt fand ich den Cast dann doch ganz, ganz sympathisch hier und da. Ich fand die Konstellation ganz interessant, auch dann mit diesen Reibereien zwischen der einen Schwester, die allen auf die Nerven geht, die dann aber auch, wie man dann irgendwie nebenbei mitkriegt, dass die dann irgendwie keine Kinder kriegen kann, was ja. Dann auch noch. Also es gibt so ein paar Sachen, da hätte ein besserer Film draus werden können. Da war Potenzial, aber sie haben es zu lang gestreckt, sodass da jetzt wirklich keine Spannung groß aufkam. Und insgesamt bleibt er dann doch ein bisschen oberflächlich und vergessenswert. Und ja. Aber wenn ich wach gewesen wäre, hätte ich ihn vielleicht doch an einem Stück durchgeguckt. Aus besagten Gründen gut gefilmt. Die Darsteller sind hier und da sympathisch auf jeden Fall. Aber ja, hätte man mehr draus machen können, finde ich. Aber ich muss noch hervorheben, ich fand die alte Dame auch sehr gut. Ja, also. Also ja, sympathisch. An den Schauspielern hat es jetzt nicht gelegen. Das ist einfach zu belanglos alles. Und 1,5 kann ich nicht kriegen. Elektra hat bei mir 1,5 und Elektra fand ich immerhin noch lustig. Ja, also gut, bei mir wäre es so ein Stern plus halber Stern Bonus für schöne Bilder und nette Leute und kann man vielleicht mal machen. Aber das ist auch wieder ein halber Stern Wohlwollen. Ne? Mhm. Ja. Wie du schon gesagt hast, ja. Cool. Das war also oh Gott, jetzt habe ich es, ich wollte es versuchen, jetzt bin ich gescheitert. verdammt. Egal, The Way We Are. So. Genau. Ja. Dann mal Chariots of Fire. Viel Spaß. Ja. Ja. Ich ahne, was du meintest, dass du froh bist, dass du ihn zusammenfassen musst, weil ich tatsächlich, ich hatte zwischendurch, ich glaube, an zwei Stellen habe ich so gedacht, wer ist jetzt hier eigentlich die Hauptfigur? Weil ich glaube es, wenn ich, also korrigiere mich gerne. Ich meine, der Film wird erzählt von Monty.
Oder nee, Aubrey, glaube ich, ne? Aubrey erzählt, glaube ich, den Film von seinem Freund, den er damals im College hatte, rückblickend. Die sind ja auf einer Beerdigung da irgendwo. Ja. Das habe ich, da muss ich sagen, das habe ich, da habe ich irgendwie im Moment nicht aufgepasst, habe dann aber auch nicht zurückgespult, weil ich dachte, ach komm, egal. Ich meine, Aubrey erzählt das und da dachte ich erst, okay, Aubrey ist dann auch eine der Hauptfiguren, aber Aubrey taucht immer nur hier und da mal kurz auf, grinst blöd in die Kamera. Eigentlich haben wir zwei Hauptfiguren. Das ist einmal, okay, Eric Little, glaube ich, ne? Ich muss mal gerade den Film nochmal aufmachen, die Filmseite. Übrigens basiert, das vorweg gesagt, der Film basiert auf wahren Begebenheiten, also die Leute hat es tatsächlich gegeben. Wir haben Eric Little, das ist ein Schotte. Ein schottischer Missionar, der halt aus Gründen, also seine Frau ist wohl, oder Verlobte, Jenny heißt sie, ist halt in der Kirche engagiert und sie haben wohl waren wohl in China, um die Chinesen zu missionieren, das Christentum nach China zu bringen, sind jetzt aber aus Gründen wieder in Schottland, eigentlich nur für kurz gedacht. Aber Eric Little ist halt ein begnadeter Läufer. Also er kann unheimlich schnell rennen und möchte das halt weiter verfolgen. Er wird dann auch von einem alten Freund quasi dazu angestiftet, das weiter zu forcieren, dass er versucht, sich für die Olympiade zu qualifizieren. Ihn lernen wir aber tatsächlich auch, glaube ich, erst ein bisschen später kennen. Ich glaube, ich bin jetzt gesprungen. Die erste Hauptfigur, die wir kennenlernen, ist, meine ich, jetzt will ich nicht lügen, wie heißt er? Harold Abrahams, Ja. auch ein bekannter Sportler, den es wirklich gegeben hat. Also ein Engländer jüdischer Abstammung, der halt auch ein Talent hat für den Lauf. Das fängt damit an, ich glaube, ist es in Cambridge, wo sie sich Ja, in einschreiben? Cambridge ist es ja. Ja, also sie kommen quasi, er und Aubrey kommen halt, teilen sich ein Taxi, kommen da gleichzeitig an, was aber wie gesagt später im Film eigentlich nicht so eine große Rolle spielt, weil eigentlich sind die Hauptfiguren halt besagter Harold Abrahams und Eric Little. Little oder Liddell? Es schreibt sich Liddell, aber es war Little trotzdem, Ja, ne? Wird es gesprochen, glaube ich. Lidl. Ja, okay, also auf jeden Fall gibt es da wohl in Cambridge wohl eine Tradition, dass es quasi eine Aufgabe gibt oder eine Challenge, quasi einmal den Innenhof zu umrunden, während quasi die Uhr 12 Uhr schlägt, der Glockenturm quasi in der Schule. Und er will das halt versuchen. Es ist so, dass seit 700 Jahren niemand den Rekord geknackt hat, oder niemand es geschafft hat und er versucht's. Er und ein weiterer Freund von denen, den habe ich ganz vergessen, hieß Lord Lindsay irgendwas. Lord Andrew Lindsay, genau. Die beiden versuchen es. Abrahams schafft es. Lindsay ist nur knapp hinter ihm, also ist eigentlich auch ein guter Läufer. Und die beiden trainieren dann halt Laufen im Großen und Ganzen. Sie machen noch andere Sachen nebenbei, aber im Kernaspekt geht es halt um das Laufen. Dann Quatsch, Lindsay Abrahams lernt noch eine Schauspielerin kennen. Da hat man noch so eine kleine Love Story, aber wirklich sehr klein. Die taucht hier und da nur mal kurz zwischendurch auf für ein paar Szenen, die dann aber auch wieder übrigens in die Länge gezogen werden, unnötig. Das fand ich bei dem Film auch. Da sind viele Szenen, die unnötig lang sind. Und das nimmt dem ganzen Film so ein bisschen die Dynamik und lässt auch Spannungen dann vermissen nachher. Ich hatte tatsächlich also ich kürze das Ganze mal ab. Im Endeffekt qualifizieren sich beide für die Olympiade in Paris 1924. Eric Little will dann aber tatsächlich nachher gar nicht laufen, weil das Rennen an einem Sonntag stattfindet und Sonntag ist Sabbat. Das ist dem Herrn vorbehalten, da wird kein Sport gemacht. Es ist auch egal. Auf jeden Fall laufen sie dann beide in verschiedenen Disziplinen und beide Überraschungen gewinnen. Also Abrams gewinnt Gold, glaube ich, und Little, weiß ich gar nicht, gewinnt er in seiner Disziplin auch Gold? Ich meine ja. Und ich glaube, beide oder einer von beiden gewinnt auch noch ein paar Silbermedaillen, jetzt auch wurscht. Mag ein interessantes Leben gewesen sein. Ach ja, genau, was ich vergessen habe. Harold Abrahams nimmt sich noch einen italienischstämmigen, glaube ich, Trainer, der gespielt wird von Ian Holm. Den kennt man unter anderem als Bilbo Beutlin in der Hobbit-Trilogie. Quatsch, im Herr der Ringe, nicht im Hobbit. In der Herr der Ringe-Trilogie ist er der alte Bilbo. Oder er ist Ash bei Alien. Und der spielt halt diesen Trainer, der Harold trainiert. Harold gerät dann noch mit der Administration von Cambridge aneinander. Warum?
Habe ich auch nicht so ganz verstanden, muss ich sagen. Die haben ihm dann irgendwie zu großen Ehrgeiz vorgeworfen, weil es ja eigentlich nicht um den Sport geht, sondern um die Schule. Auf der anderen Seite wurde er halt da für sein Laufen gefördert. Das hat für mich jetzt nicht so viel Sinn gemacht. Es hieß irgendwie so, der Amateurgedanke sollte im Vordergrund stehen. Also er hat das zu professionell aufgezogen, weil er sich einen professionellen Trainer genommen hat. Das konnte ich jetzt nicht nachvollziehen, oder muss man vielleicht in der Zeit irgendwie näher bewandert sein, was da jetzt das Problem war. Abrams hat natürlich noch mit seinen jüdischen Wurzeln zu kämpfen. Wir sind halt, habe ich ja gerade schon erwähnt, in den 20er Jahren. Das heißt, Juden haben immer noch ein schlechtes Image hier und da. Und er will halt quasi, er will sich durch das Laufen beweisen und seinen Platz in der Gesellschaft erkämpfen, den Respekt, den er natürlich verdient. Und ja, und Eric Little will halt laufen, weil er beim Laufen das Wohlwollen oder wie auch immer das Gefallen Gottes spürt. Also es ist mir dann auch auf der Seite ein bisschen zu religiös gewesen. Da haben wir hier und da Szenen, wo sie dann im Kirchenchor singen. Das geht dann auch mehrere Minuten. Und ja, ich bin kein großer Freund von Religion, auch nicht im Film. Das hat mich dann auch gelangweilt. Und also insgesamt kam für mich keine Spannung auf. Dann hast du halt diese. Da denkt man, okay, es geht ja um dieses Laufen. Da habe ich gedacht, dann sind vielleicht die Szenen dann wenigstens packend, wie es halt so Sportsdramen üblich ist. Da eifert man mit und der Underdog gewinnt. Aber ich fand auch die Szenen, wo es dann ums Laufen ging, die gingen relativ schnell vorbei und die waren für mich auch wenig spannend, wirkten teilweise sogar lächerlich, weil was die da für Grimassen gezogen haben, wenn sie da in Zeitlupe auf die Kamera zurennen, das war unfreiwillig komisch hier und da, fand ich. Also alles andere als so, ich sag mal, auch wollte ich nichts mit Boxen am Hut habe, aber bei Rocky war es ja trotzdem zum Beispiel mit dabei oder bei Tage des Donners oder solchen Sachen. Ne? Kann ich kurz Das kann also einhaken? funktionieren. Ja, bitte. Deswegen wurde das ja auch von Rowan Atkinson, also Mr. Bean, ja auch persifliert, das Ganze. Ah. Hatte ich dir doch dieses GIF geschickt. Also der hatte da irgendwann, keine Ahnung, vor 20 Jahren mal das so nachgemacht Ach. mit diesen Grimassen. Ich wollte noch wissen, was du ich hab da irgendwie jemand ganz anders gesehen. Dann habe ich das falsche GIF geschickt? Oder ich hatte Nee. tatsächlich, ich wusste ja vorher nicht, ob das wirklich aus dem Film ist, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich den Film noch gar nicht gesehen. Ich hatte irgendwie gedacht, das wäre der Schauspieler, der den Sheriff in Mord ist ihr Hobby spielt. Ich habe da nicht Rowan Atkinson erkannt, tatsächlich. Da muss ich mir nochmal angucken nachher. Okay. Aber gut, dann bin ich ja nicht der Einzige, der das hatte. Also ich muss sagen, abschließendes Fazit, also ich bin jetzt sorry, es tut mir leid für euch, aber der Film hat wirklich jetzt nicht so eine klare Struktur. Der ist Kraut und Rüben, der springt von der einen Szene in die andere, dann bist du hier wieder in der Kirche, dann bist du hier bei Lord Henry, der Hürdenlauf trainiert, dann redet er mit der Freundin von seinem Freund und dann bist du hier wieder bei Jenny. Ganz komische Dialoge teilweise. Auch genau, da ist hier Eric Little im Gespräch mit seiner Verlobten und sie beiden stehen sich gegenüber und guckt so, Jenny, Jenny. Also ganz komisch betont gesprochen, mit so komischen Pausen. Also der Film hat mich tatsächlich nicht besonders erreicht. Also ich fand ihn relativ langweilig, er war zu lang. Den hättest du auch wieder locker eine halbe Stunde mindestens kürzen können. Er hätte sich mehr für mich auf den Sport konzentrieren müssen, von mir aus mehr mit Training und mit einzelnen Hürden, die man nimmt. Ich habe zum Beispiel gar nicht richtig mitgekriegt, dass er an zwei Olympiaden teilgenommen hat. Das habe ich erst nachher im Wikipedia-Eintrag gelesen. Das ist mir im Film irgendwie total entgangen. Der hat wohl 1920 und 1924 teilgenommen, der Harold Abrams. Habe ich nicht mitgekriegt im Film. Oder sie haben es rausgelassen, ich weiß es nicht. Ja, das ist dann Oder im das. Extended Cut. Ah! Oder das war die Szene, wo er gegen Little gelaufen ist und verloren hat. Dann waren das vielleicht schon die Olympischen Spiele. Das kann sein. Dann habe ich das nur nicht registriert. Naja. Weil, genau, also er kriegt natürlich mit, dass Eric Little dieser legendäre Läufer ist, der schnellste Mann der Welt oder, naja, der Welt nicht, das ist ja irgend so ein Ami, aber von England. Und dann hat er die Chance, gegen ihn zu laufen und verliert dann. Und daraufhin will er dann trainieren mit dem besagten Ian Holm. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie seine Rolle heißt. Moment. Sam Massabini. Er macht sich also selbst Vorwürfe, dass er verloren hat, weil er halt während des Laufens nach links zu Eric Little geguckt hat und dadurch irgendwie den entscheidenden Vorsprung verloren. Ist auch egal. Also diese Szenen hätten mehr sein müssen und irgendwie spannender inszeniert, finde ich.
Der Film tröpfelt so vor sich hin, hat zu lange Sequenzen, wo nicht viel passiert oder die uninteressant sind, fand ich. Und irgendwas wollte ich noch sagen, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ja, im Endeffekt, genau. Ich kann also tatsächlich persönlich nicht nachvollziehen, ich weiß nicht, wie es dir geht, wie der Film 3 Oscars kriegen konnte. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ich wollte noch gucken, wofür er die gekriegt hat. Also ich meine zwei, einmal für bester Film Oh Gott, ja. und aber da muss man also aus meiner Sicht dem Ganzen recht geben für die beste Musik. Das fand ich tatsächlich Ja gut, am Vangelis hast du da am Anfang dieses Lied, da habe ich noch gedacht, ach guck mal, da ist dieser ja. Song, den kennt man ja, aber so, jetzt muss ich mal gerade Und gucken. auch während des Films gibt es ja manchmal so Musikuntermalungen, die ich eigentlich ziemlich gut fand. Und ja, was ich glaube, zum Regisseur könnte man auch sagen, das ist quasi ein One-Hit-Wonder gewesen. Der hat diesen Film gemacht und sonst nichts mehr, außer Greystoke hat er gemacht, diesen Tarzan-Film in den 80ern. Ach, mit Christopher Lambert, ne? Ja, ich glaube, ja. Also ansonsten hat er aber nichts mehr gerissen. Und ja, also ich sehe das auch so wie du. Und ich wollte diesen Film nicht zusammenfassen, weil ich den mindestens genauso langweilig fand wie The Way We Are. Und ich tatsächlich auch Ja. eingeschlafen bin und wieder zurückspulen musste, weil die erste Stunde ist kaum zu ertragen, was da alles gelabert wird. In feinen Anzügen, im Salon. Also der Film ist so richtig britisch, ne? Stehen dann da Ja, alle super britisch, ja. im Anzug beim Tässchen Tee und diskutieren über dies und jenes. Super uninteressant. Und aber ich. Sag erst mal, was hast du dem Film gegeben? Oder was gibst Ja, ganz kurz. Ich muss einmal, ich habe jetzt parallel nachgeguckt. Er hat tatsächlich sogar 4 Oscars gekriegt. Nee, vier? Also nach dem, was ich hier sehe. Er hat Academy Awards, ja doch, er hat den Oscar als bester Film, bestes Originaldrehbuch, beste Filmmusik und Kostüme bekommen. Ach so, okay, ich hatte irgendwie nur zwei Und gelesen. er war noch nominiert in den Kategorien bester Nebendarsteller für Ian Holm. Was, also ich fand Ian Holm sehr gut in dem Film, muss ich sagen. Also eine der besten Rollen, aber auch nicht so gut, dass ich sagen würde, ja, bester Nebendarsteller. Außerdem bester Regisseur und bester Schnitt war auch noch nominiert. Ich kann nichts davon nachvollziehen, muss ich sagen. Nee. Also höchstens beste Filmmusik, wie du sagst, vielleicht. Wobei Ja. mir auch jetzt nur das Eröffnungslied groß in Gedanken geblieben, in Erinnerung geblieben ist. Keine Ahnung. Ich bin allerdings auch nicht eingeschlafen, das muss ich ihm zugutehalten. Also ich würde dem Film wahrscheinlich genauso 1,5 Sterne bis 2 maximal geben, weil die Darsteller theoretisch gut waren, die Ausstattung war gut. Das, also ich sage mal 2. Oder ja, ich schwanke zwischen, aber dafür war er sehr langweilig. Also ich bleibe bei 1,5 so. 1,5 oder komm, 2 mit dem, dann kriegt er hier, der kann nicht genauso schlecht sein wie Dingens, Where We Were, A. Ich gebe ihm 2 Sterne, weil er gute Darsteller auf jeden Fall hat. Ausstattung ist gut, aber insgesamt halt doch einfach zu langweilig. Er hätte kürzer sein müssen, andere Schwerpunkte setzen. Und weshalb ich ihm auch noch diesen halben Bonusstern gebe, ich fand tatsächlich eine Szene ganz gut. Und das war die Nummer mit dem Prinzen und dem Olympiakomitee. Weil als Eric Little sich halt weigert zu laufen, nehmen sie ihn halt zu sich und versuchen ihn quasi zu erpressen oder ihn dazu zu drängen, dass es ja noch Wichtigeres gibt, weil er sagt, nee, hier kann ich mit meinem Glauben nicht vereinbaren. Er müsste dann seine Loyalitäten überdenken und hier, der Prinz ist ja sein zukünftiger König und er soll ans Vaterland denken und er bleibt aber stark und gerade weil das halt so britisch ist, die sitzen da in ihrem krassen, ich weiß nicht, was für ein Raum das ist. Sieht aus wie ein Thronsaal fast, sitzen da auf gepolsterten Stühlen in feinen Anzügen mit einer Tasse Tee. Ja, Und recht. wie er dann aber quasi seine Überzeugung vertritt und da nicht einknickt, dann kommt ja noch Harold Abrams und hat dann nachher die Idee, dass er, nee, ich glaube Quatsch, Lord Lindsay kommt und schlägt dann einfach vor, dass Little seinen Platz einfach tauscht mit dem Kollegen, dass er so in einer anderen Disziplin antritt. Oder an einem anderen Tag und dann finden die noch eine Lösung. Das kleiner Spoiler ist ja auch wurscht. Also die Szene fand ich noch ganz gut, aber insgesamt halt wirklich echt zu schnarchig und zu, ja, der springt halt von hier nach da und hat keine klare Struktur, keinen Spannungsaufbau.
Und schade. Also ich finde die Figuren eigentlich interessant. Gerade hier Harold Abrahams ist ja eigentlich eine beeindruckende Karriere, die er da hingelegt hat. Auch übrigens Mussabini, der übrigens kurz danach gestorben ist, ich glaube ein paar Jahre später, der auch ein sehr bewegtes Leben hatte. Sam Mussabini, wobei Sam übrigens für drei Vornamen steht. Und zwar hieß der eigentlich Scipio Africanus, was war es noch? Scipio Arno Godolfini Mussabini, keine Ahnung, hat dann auf jeden Fall Sam draus gemacht. Mhm. Der hat auch sehr ein bewegtes Leben gehabt, hat wohl sehr viele erfolgreiche Sportler trainiert, unter anderem sich auch für die Förderung von Frauen im Sport eingesetzt, also sehr progressiver Mann für die damalige Zeit. Und dem hätte ich dann auch ein bisschen mehr eingeräumt eigentlich in diesem Film, als diese kleinen Auftritte, die er hier und da am Rand gehabt hat. Also da fand ich, die haben die falschen Figuren teilweise in den Fokus genommen. Dieser schnöselige Lord Lindsay, der irgendwie total schleimig rüberkam, obwohl er eigentlich ein netter Typ war, aber ich sag mal, typischer hättest du den arroganten, verwöhnten britischen Landadel irgendwie nicht darstellen können wie diesen Typen. Aber naja, wie gesagt, er war wenigstens sympathisch und war nicht irgendwie das intrigante Arschloch, hätte man ja auch vermuten können. Naja, aber das war's zu dem Film. Also ich bin bei 1,5 bis 2, sagen wir mal 2 Sterne wohlwollend, wobei es sich in mir gerade wieder sträubt, weil der so langweilig war. Aber trotzdem war er wohl, was Ausstattung und so und Darsteller angeht, um Längen besser als The Way We Are. Also deshalb muss ich ihm eigentlich 1,5 Stern mehr geben. Ich bleib bei 2, so. Aber unter Vorbehalt. Ah, okay. Gut, also ich habe ja gesagt, ich finde die Musik ziemlich gut in dem Film und die Ausstattung ist auch eigentlich super gemacht und der Film ist natürlich auch ambitioniert. Ich finde eigentlich die grundsätzliche Geschichte, dass wir zwei Personen haben, die unterschiedliche Probleme haben in dem Sport, ihre Ziele zu erreichen aufgrund ihrer Religion. Der eine, weil er Jude ist und dem dann Knüppel zwischen die Beine geworfen werden und der andere, weil er gläubiger Christ ist und am Sonntag nicht laufen darf, fand ich eigentlich nicht schlecht, aber er war natürlich super langweilig und aber trotzdem, ich habe mir mal angeguckt, was für Filme ich so 2 Sterne gegeben habe. Dafür ist der Film eigentlich doch wichtiger als so manche 2-Sterne-Filme, deswegen würde ich dem 2,5 geben. Aber okay. Wie gesagt, er ist halt auch super langweilig. 2 Stunden hält kein Mensch aus. Und ich verstehe es auch nicht, wie der den Oscar gewinnen konnte. Das kann nur so ein Kritikerliebling gewesen sein damals, die das total super fanden, wie Leuten zuzuschauen, wie die im feinen Salon in tollen Smokings Tee trinken. Naja. Ja. Also gut, also werde ich bestimmt ganz schnell vergessen. Übrigens ist der Film genauso langweilig wie das Filmplakat. Das ist ja auch wohl richtig scheiße. Ja, also genau. Was ist das? Es ist einfach nur Erde und obendrauf hast du einen Strand, wo ein paar Leute langlaufen. Genau. Ja, also ja, das keine. Ich weiß auch nicht, was das sein soll. Also was ist die Idee dahinter gewesen? Ja, das verstehe ich auch nicht. Ja, egal. Also ja. Ich hoffe. Vielleicht, ja. Ganz krasser, spontaner Interpretationsversuch, dass das Land viel wichtiger ist als die einzelnen Menschen, die einzelnen Sportler, weil die so klein sind auf der großen Landmasse. Ah ja, das kann natürlich sein. Vielleicht ist es das, ich weiß es nicht. Ja, also ich sag mal, den Film kann man sich angucken, wenn man alle Oscar-Filme mal gesehen haben will oder wenn man Sport interessiert ist für alte Olympiaden. Ey, ich meine, das muss ich auch noch dazu sagen. Interessant ist es schon, Leute zu sehen, die vor 100 Jahren Sport gemacht haben, die hatten ganz andere Ideale, als das heutzutage ist. Ne? Die sind gelaufen, weil die der Überzeugung waren, ich muss jetzt laufen oder so. Oder ich will es allen zeigen oder so. Nicht, weil sie, keine Ahnung, 20 Millionen in den Arsch gesteckt bekommen. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, dass man das mal gesehen hat, dass es halt Ideale waren, warum die Leute da solche Leistungen vollbracht haben. Ne? Und das Ganze war noch nicht so kommerziell insgesamt, ne? Weil ich erinnere mich, das ist hängen geblieben tatsächlich, dass da im Hintergrund bei den Olympischen Spielen ein Lippenbanner hing an der Seite. Genau.
Ja, from the tea field into the pot oder irgendwie sowas stand da als Claim drunter. Directly into the pot oder so ähnlich oder the cup. Fand ich witzig, wenn man da heute mal anguckt, was die alle zugekleistert sind mit Sponsoren und so weiter. Das kam dann wohl etwas später auf jeden Fall. Ja, naja. Gut, so, jetzt musst du mir nochmal auf die Sprünge helfen. Wir kommen zum Shuffle-Feature. Wir losen die beiden nächsten Filme für die nächste Ausgabe aus. Und ich habe natürlich, gerade weil es jetzt mehrere Monate her sind, schon wieder vergessen, wo genau ich das mache. Der Sven, der weiß das, weil er das Shuffle-Feature vorher schon benutzt hat. Ich habe es wieder vergessen. Du musst mich einmal bitte leiten, wohin ich gehen muss. Also du musst ja erstmal die Liste finden bei Letterboxd. Und die wirst du wahrscheinlich am besten finden, wenn du auf deine Likes gehst. Ah, Likes, bei Listen habe ich es nämlich gefunden. Stimmt, ich habe es geliked. Okay, genau, und alles klar. Auf der rechten Seite sind dann die Listen, die du geliked hast, und dann müsste irgendwann mal All the Movies kommen. Ja, habe ich, okay. Genau, dann musst du erstmal auf das Auge gehen und Hide Watched Films machen. Habe ich, ja. Und dann gehst du noch auf Service und machst Stream Only. Genau, aber ich konnte nicht deine gesehenen Filme ausfiltern. Ne? Ich habe zwischendurch nämlich schon mal versucht und da habe ich irgendwie nichts gefunden, dachte, okay, dann bist du hier doch falsch. Aber dann war das so, dass wir gesagt haben, wenn du den schon gesehen hast, dann meldest du dich einfach. Ja. Ne? Genau, und dann kannst du bei Sort by List Order machst du Sort by Shuffle einfach. Ja, genau, okay, dann ist das soweit vorbereitet. Alles klar. Dann schalte ich jetzt für die Zuschauer hier auf die auf YouTube gucken oder die es hören und nachträglich gucken wollen, schalte ich jetzt hier das Bild ein. So, jetzt sind wir hier auf der Übersicht. Ihr seht hier All the Movies. Wir haben jetzt hier 3735 Filme, die übrig geblieben sind, nachdem ich meine gesehenen schon rausgefiltert habe und die man streamen kann, weil wir wollen die natürlich auch gucken können, ohne sie uns irgendwo zu kaufen oder teuer zu leihen, weil da 3000 sind immer noch genug oder fast 4000. So, dann gehe ich jetzt auf Shuffle. Quatsch, falsch. Hier. Wo war es denn doch? War hier auf dem. Jetzt habe ich schon. Es ist eine Minute her und ich habe schon wieder vergessen, wo es ist. Was bei Sort by List Order oder? Shuffle ist bei Sort by List Order. Ja, da. Ja. Danke, genau. Da ist es doch. So. Ich klicke jetzt auf Shuffle. Und der erste Film, den wir gucken müssen, ist, also vorausgesetzt, wir haben ihn beide nicht gesehen, das wird wieder spannend, das Thumbnail braucht ein bisschen. Okay, also ich weiß nichts über den Film, aber ich vermute direkt mal, Sven, das dürfte was für dich sein. Mhm. Also eher für dich als für mich. Ein Drama. Nein, der erste Film ist von 2001, ich möchte aber direkt sagen, er hat nur 2,5 in der Bewertung, also ist kein Meisterwerk wahrscheinlich, aber der Film heißt Slashers. Slashers, so wie man Slashers sagen würde. Genau, 2001 von Maurice Devereaux. Okay. Habe ich noch nicht gesehen. Und das Plakat sieht scheiße aus. Ja, aber es ist scheinbar ein Horrorfilm. Ne? Also ich würde mal vermuten, ein Slasher vielleicht. Ja, aber mit Comedy-Elementen. Das ist ganz schlecht. Ja, da haben wir vielleicht Pech gehabt. Ne? Mal gucken. Das hasse ich ja wie die Pest. Okay, also ich habe die Story nicht gelesen. Ich habe nur was von Japans Game Show Nummer 1 gelesen. Aber also ist es vielleicht sowas Richtung wie heißt es nochmal? Nicht Squirt Game, Squad Game, Squid Games. Nee, wie hieß es? Squid Game, ja. Okay, habe ich nämlich auch noch nicht gesehen, aber vielleicht ist es ja sowas in der Richtung. Werden wir dann ja erfahren. Oder, so. Oder wie Saw. Also, oder wie Saw. Oder was ganz anderes. Egal. Ich ermittle den zweiten Film. Ich gehe wieder aufs Shuffle und auch hier wieder dann der erste oben links wird der zweite Film, den wir gucken müssen. Und auch hier sehe ich wieder jetzt noch kein Thumbnail. Okay, ich habe eine Ahnung, wer das sein könnte, den ich da sehe, diesen Darsteller. Aber okay, gucken wir mal. Der Film ist von 2018 und es ist tatsächlich der Schauspieler, den ich gedacht habe. Und auch wieder hier haben wir scheinbar nicht so richtig viel Glück. Es sei denn, wir entfernen uns von der Meinung der meisten, die dem 2,6 im Schnitt gegeben haben. Es ist ein Film von Martin Sandfleet.
mit Jared Leto oder Leto in der Hauptrolle. Mhm. The Outsider. Hier habe ich jetzt aus Versehen schon die Inhaltsangabe gelesen, weil die ist nur zwei Zeilen lang. Former American GI joins a Yakuza family after his release from prison in post-World War II Osaka. Ja. Also ich muss sagen, ich bin kein riesen Jared Leto-Fan, wie auch immer man ihn ausspricht. Ja. Also mir fällt jetzt kein Film, also mir fallen eher Filme ein, wo ich ihn nicht gut fand, als Filme, wo ich ihn gut fand. Aber vielleicht kannst du mir auf die Sprünge helfen. Was waren denn seine guten Rollen? Seine guten Rollen waren ja. Achso, hier, Dallas Buyers Club. Da fand ich den ganz okay. gut. Okay, den habe ich noch nicht gesehen. Requiem for a Dream war auch dabei, sehe ich gerade, habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Ich kenne ihn halt tatsächlich nur aus, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich weiß, dass er in Morbius nicht gerade so gut war. Mhm. Und ich kenne ihn halt als Joker aus Suicide Squad, fand ich schrecklich. Und aus dem ansonsten gar nicht schlechten Blade Runner 2049, glaube ich, oder 79, ich weiß es gar nicht. Da fand ich ihn aber auch nicht gut. Ja, von daher ich habe auch ein bisschen bin ich Hoffnung. Jetzt nicht begeistert, ja. Weil eine Person, der ich folge, die ich für gut befinde, hat den 4 Sterne gegeben. Okay, ja, dann habe ich doch mit dir einfach mal die Hoffnung. Bei mir steht nur, dass du den sehen willst. Mehr habe ich hier nicht stehen. Ja. Also du hast den schon in deiner Watchlist ja, gehabt ich, hier. Nee, den habe ich gerade erst reingemacht. Ach so. Ja, den so kann man das natürlich auch machen. Hatte ich noch nicht, aber ja, ich bin jetzt mal vorsichtig optimistisch. Na gut. Ja, okay. Dann ja. Haben wir die beiden Filme ermittelt. Ich habe auch schon längst wieder ausgeblendet hier. Dann würde ich sagen, hast du noch irgendwelche abschließenden Anmerkungen oder möchtest du noch irgendwas ergänzen? Nee, keine Ahnung. Wenn jemand die Filme, über die wir gesprochen haben, gesehen hat, kann er ja gerne seine Meinung in die Kommentare schreiben. Sehr oder gut, ja, das gilt natürlich immer. Genau, oder hat jemand vielleicht die Filme schon gesehen, die wir jetzt sehen werden und kann uns schon Hoffnung machen, dass das die besten Filme aller Zeiten sind? Ja gut, für mich, ehrlich gesagt, schlechter kann es jetzt, also das war für mich jetzt der Tiefpunkt hier, Chariots of Fire und so, Baby, ja, also schlechter kann es nicht kommen. Das ja, sage wir ich jetzt werden mal. Sehen. Nee, das kann nicht schlecht machen. Nee, nee. Also ich muss sagen, bei Slashers habe ich spontan habe ich so Assoziationen mit Blood Beach. Ja, der war doch nicht schlecht. Mhm. Und ja, Yakuza habe ich auch irgendwie gar keinen Bock drauf, aber na gut. Wie gesagt, vielleicht haben wir Glück und die 4 Sterne, die dein Account da hat, sind nicht so verkehrt und dann haben wir vielleicht Glück. Naja, okay, dann ja. Ja. Ich schließe mich Sven nur an. Kommentare gerne unter das Video. Und wenn ihr jetzt hier auf YouTube guckt, ja, wovon ich, klar, ich habe ja immer noch keinen Podcast-Catcher, sage ich schon, Podcast-Hoster ausgesucht. Da können wir gleich nochmal im Abschluss drüber reden. Im Anschluss meine ich, nach wie vor bleibt jetzt Shuffle-Feature erstmal hier auf YouTube. Von daher gerne in die Kommentare, wenn ihr was zu den Filmen zu sagen habt. Oder Filmtipps natürlich könnt ihr auch jederzeit posten, weil wir gucken ja auch außerhalb unserer beiden Shuffle-Filme andere Filme den ganzen Monat. Also wenn ihr einen Filmtipp für uns habt, auch gerne in die Kommentare. Ja, und ansonsten würde ich sagen, Sven, ja. Sag schon mal Tschüss. 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 Ja, dann danke an alle, die bis hierhin zugehört haben und bis zum nächsten Mal. Alles klar, okay. Macht's gut. Danke, Sven. Ja, bis dann. Ciao. Ciao.